Whitney Sardi für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, hallo, hier ist Detlev von Wake News Radio, Wake News TV, und ich begrüße euch hier zur heutigen Sendung am 13. April 2013. An einem Samstag, ne, bei halbwegs, bisschen Sonne haben wir draußen. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Hoffe, dass ihr auch ein bisschen Sonne abbekommt heute. Ja, aber wir haben ein langes Programm hier heute vor uns. Während unserer United We Strike Radio Marathon Sendung heute. Ja, und insofern denke ich mal, ist es klasse, dass ihr alle hier seid. Ja, wir werden also hier übertragen von UWS Radio natürlich. Die werden also bis in die Morgenstunden erreichbar sein mit der Live-Sendung. Und wir haben ICRN Radio. Das ist im Übrigen der linke Player. Und natürlich hat uns auch Joyce.net hier mit im Programm. Auch euch herzlich willkommen hier bei uns in der heutigen Sendung.
Ja, also es wird heute noch spannend, weil wir nach meinem Teil, dem deutschsprachigen Teil, natürlich dann auf Englisch weitergehen. Ich habe dann auch noch so eine halbe Stunde, ne, wo ich dann so ein bisschen zusammenfasse, über was wir in der ersten beiden Stunden gesprochen haben. Ja, und dann geht es also mit fantastischen Gästen weiter. Es gibt also zur Sendung heute ein Programm, natürlich wie immer. Das kann man sich anschauen auf der Seite, die ich hier habe für die heutige Sendung, myawakenings.wordpress.com. Da haben wir dann ein bisschen weiter runterscrollen, da ist das Programm zu sehen. Das ist auf United We Strike auf der Webseite, wo man also sehen kann, wer dran ist, wie die Leute heißen und welche Webseiten die auch besitzen, sodass man sich da auch mal anschauen kann, um wen es da im Einzelnen geht. Ja, das ist vielleicht mal so ein bisschen Einführung hier in das heutige Programm. Aber wir wissen, es gibt so wahnsinnig viel zu tun, dass man eigentlich rund um die Uhr senden müsste, ja, und dann immer noch nicht fertig würde mit den ganzen Themen, die also hier auf der Platte liegen. Und umso wichtiger ist es, dass wir also alles nutzen, die Verbreitung der Informationen auch forcieren, weil man kann ja gar nicht alle erreichen. Und wenn wir alle erreichen würden, dann wären wir ja schon längst in einem Punkt, der notwendig ist, um unser Leben auch für die Zukunft zu sichern. Ja, das muss man einfach sagen. Das geht hier heute auch vor allen Dingen um dieses Thema, was es damit auf sich hat. Denn also ich will heute mal so ein bisschen zusammenfassen, was es mit der neuen Weltordnung eigentlich auf sich hat, ohne jetzt hier zu tief in die Basisinformationen reinzugehen. Die sind hier eigentlich auch bekannt. Aber trotzdem sollten wir uns noch einmal vor Augen führen, in welcher Lage und Situation wir uns befinden und welche Möglichkeiten es gibt, sich daraus herauszubewegen. Ja, und auch für diejenigen, die vielleicht das erste Mal oder nicht so häufig zuschalten. Man kann mir während der ganzen Sendung hier auch Informationen reinposten, zum Beispiel auf den Chatblöcken, die zu finden sind auch bei My, nicht nur bei My, sondern bei wakenews.net, Wake News Radio, einmal bei United We Strike und dann bei Wake News Radio. Und natürlich via E-Mail unter radio@wakenews.net. Das ist für mich einfacher zu lesen, weil es da nicht ständig weiterrückt, die Information. Ja, also wer das machen möchte, herzlich gerne willkommen dazu und eingeladen. Ja, und die Wochen hier, die letzten, hatten es in sich, weil ich auch sehr viel im Außeneinsatz bin. Außeneinsatz heißt nichts anderes, als dass ich mich vor Ort in Recherche, Berichten und so weiter, in Interviews befinde. Und die Zeit, die man dann natürlich unterwegs ist und eine solche Sache aufzeichnet, Interview macht und nachher die Filme bearbeitet und so, ist alles Zeit, die also dann für andere Sachen wiederum fehlt. Ne? Aber auf der anderen Seite finde ich es richtig und wichtig, dass wir also auch praktische Beispiele haben für alles das, was wir so hören. Dass wir also nicht nur die Weltnachrichten mitkriegen, sondern auch genau checken, was hier direkt vor Ort passiert, weil ich würde mal sagen, dass es dann noch anschaulicher wird. Und wir müssen auch hier unter uns und mit unseren Mitmenschen zusammen eine Front bilden, wenn man so will, eine friedliche, aber sichere Front gegen all diese Angriffe, die auf uns Menschen stattfinden. Und das ist es, um was es eigentlich geht. Wir befinden uns, und das haben andere schon länger erkannt, wir befinden uns auf einem Kriegspfad sozusagen. Ein Krieg, der gegen uns geführt wird, uns Menschen. Und dieser Krieg ist brutal. Er ist brutal und er ist vor allen Dingen hinterlistig, weil ihn viele Leute noch gar nicht richtig erfasst und mitgekriegt haben. Das ist natürlich auch die Kriegslist dahinter, dass man also den Feind, in Anführungszeichen, den wir darstellen, für diejenigen, die die Macht innehaben, dass wir so denen sonst ja entgegentreten könnten, wenn wir es merken würden. Und deswegen versucht man uns an der Nase herumzuführen, uns Dinge zu erzählen und aber hinter dem Rücken quasi
den Dolch in den Rücken zu stechen, so vielleicht etwas bildlich dargestellt. Ja, und wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun, und das ist immer ganz wesentlich, auch in unseren Sendungen. Das soll eigentlich auch aus unseren Sendungen herausgelesen werden, was wir tun können, und das werden wir auch heute natürlich diskutieren. Ja, und da freue ich mich auch, wenn ihr eure Informationen hier reinsendet, ja, und das wäre nicht schlecht. Okay. Ja, wir haben meistens, wenn es vor allen Dingen auch um BRD-Themen geht und so, sehr viele Trolle. Haben wir da schon wieder einen Troll? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, den müssen wir jetzt hier mal da eliminieren auf dem United We Strike Blog. Das ist unglaublich, wie eher die Leutchen da versuchen, uns dann immer ein bisschen zu stören oder aufzuregen versuchen, aber wir regen uns hier gar nicht auf, wir löschen einfach nur. Ne? Okay. Ja, also, ich habe natürlich hier vor Ort einiges zu tun gehabt mit der Aufdeckung der Verschwörung hier gegen den Landwirt Martin Deschler. Das habt ihr verfolgt. Das ist auch exemplarisch für vieles, was jetzt geschehen wird und geschieht zurzeit. Also wir sind, der Martin Deschler ist nicht der Einzige. In der BRD gibt es eine ganze Menge solche Fälle, die ja so unglaublich sind. Und wir werden auch weiterhin über solche Sachen berichten. Jetzt geht es natürlich auch darum, aufzudecken, dass man eigentlich die Sache unter den Tisch schieben will, dass die Öffentlichkeit das nicht mitbekommt. Und das ist unsere Aufgabe, auch ein bisschen darauf zu achten, dass das nicht funktioniert, gell? Ja, und das versuchen wir und versuchen das natürlich hier also auch mit aller Medienmöglichkeit, ne? Ja, schauen wir mal, ne? Wie wir das hinkriegen. Und aus dem Grund wollte ich euch mal hier mitteilen den aktuellen Stand hier, den ich also gestartet habe mit einer Presseanfrage an den Herrn Ministerpräsidenten von Land Baden-Württemberg, den Herrn Kretschmann, seines Zeichens ein grünen Politiker. Und dieser grünen Politiker, der ist jetzt hier demnächst in der Region, ja, und den wollen wir jetzt mal auch ein bisschen hier in die Pflicht nehmen, sich um sein Ländle etwas zu kümmern. Und deshalb haben wir ihm eine Frage gestellt und das spiele ich euch jetzt mal ein. Und danach geht's gleich live weiter. Also bis gleich, ist der Detlef von Wake News Radio. Hallo, ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Heute geht es am 12. April 2013 um eine öffentliche, offene Presseanfrage an den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg in der BRD, Herrn Kretschmann, unter dem Titel Genug ist genug. Sehr geehrter Herr Kretschmann, hiermit wenden wir uns heute am 12.04.2013 in einer offenen Presseanfrage an Sie als zuständigen Verantwortlichen für Baden-Württemberg, der dem Volk geschworen hat, allen Schaden von ihm abzuwenden und für die Einhaltung von Grund- und Menschenrechten einzustehen, gemäß Grundgesetz für die BRD, sowie für die Aufrechterhaltung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu sorgen, sowie natürlich auch als Mensch und als Christ. Im Südwesten Baden-Württembergs finden ungeheuerliche Vorgänge statt. Neben massiven Grund- und Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitsorgane, hier durch die Polizeidirektion Lörrach, die Justizvollzugsanstalt Waldshut-Tingen, Lörrach sowie durch das Landratsamt Lörrach gegenüber Menschen aus der Region, wird speziell ein Mensch, der Landwirt Martin Deschler aus Grenzach-Wielen, durch diese tyrannisiert und terrorisiert. In unseren Berichterstattungen und Recherchen sind wir dabei auf Verquickungen,
privatwirtschaftlicher Interessen, dem Projekt Rheinlagune und dem Zusammenwirken von kommunaler, Landkreis, regionalpolitischer Kräfte gestoßen, die darauf hinweisen, dass der Landwirt Martin Deschler von seinem Land, seinem Hof, verjagt werden soll, um diesem Projekt Rheinlagune zu weichen, ohne dass er dafür in irgendeiner Art und Weise entschädigt werden soll. Im Gegenteil, man hat noch nicht einmal mit ihm darüber von irgendeiner Seite her gesprochen, obwohl sein Hof, seine Flächen genau im Zentrum dieses Projektes liegen. In einer beispiellosen Art und Weise haben die Verantwortlichen des Landratsamts Lörrach als befangene Partei in dem Projekt Rheinlagune mittels der Veterinäramtsstellen und Mitarbeiter hier mit dem vorgeschobenen Argument des Tierschutzes am 18. 19. Dezember 2012 mit Hilfe eines Trupps von 15 bewaffneten Uniformierten seinen ganzen Tierbestand konfisziert, ihm gegenüber ein Tierhalte- und Tierbetreuungsverbot und damit quasi ein Berufsverbot ausgesprochen, ihm seine noch offenen Vergütungen zurückbehalten und ihn so kalt enteignet. Eine Maßnahme jenseits irgendeiner Verhältnismäßigkeit, geradezu skandalös und ohne Beispiel. Trotz fundierter, ausführlicher Widersprüche und Zurückweisung dieser Enteignung wurde nicht durch das Landratsamt Lörrach reagiert. Beschwerden bei dem Regierungspräsidium Freiburg haben dem bislang auch noch nicht abgeholfen. Bis heute, das heißt ein knappes halbes Jahr später, weiß der Landwirt nicht, wo seine Tiere sich befinden, ob sie noch leben und so weiter. Uns, Wake News, hat das Landratsamt keine Presseanfragen beantwortet. Hier verstößt das Landratsamt gleichsam gegen das Landespressegesetz von Baden-Württemberg, denn zeitgleich versorgt es beispielsweise das Medium Badische Zeitung mit Informationen, was dem Paragraphen 4 des Landespressegesetzes vollends entgegenspricht. Dort heißt es explizit unter Abschnitt 1, die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse, die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden, Auskünfte zu erteilen. Drittens, Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an die Presse allgemein verbieten, sind unzulässig. Viertens, der Verleger einer Zeitung oder Zeitschrift kann von den Behörden verlangen, dass ihm deren amtliche Bekanntmachung nicht später als seinen Mitbewerbern zur Verwendung zugeleitet werden. Ja, inzwischen ist dieses Thema hier in der Region zum Skandal geworden. Weiterhin werden bewaffnete Uniformierte eingesetzt, um Herrn Deschler zu drangsalieren, zu foltern, gegen alle Grund- und Menschenrechte verstoßend. Zuletzt am 4. April 2013, wo er in seinen Stallungen von diesen gefoltert wurde. Und die jeweiligen Links, Verweise, Videos sind alle in diesem Artikel, der dem Video beigefügt ist, aufgeführt. Wir haben in unseren Berichten die Verschwörung gegen Martin Deschler sehr genau aufgezeigt und veröffentlicht. Nunmehr fordern wir Sie, Herr Kretschmann, als Ministerpräsident und verantwortlicher Politiker für Baden-Württemberg auf, einzugreifen und uns Auskunft zu geben, wo sich die Tiere befinden, die man Landwirt Martin Deschler in 2012 und 2013 konfisziert hat. Unsere Nutzer, Leser, Zuseher, Zuhörer, die ganze Öffentlichkeit haben ein Anrecht auf ausführliche Auskunft darüber, was mit diesen Tieren
Tieren in vermeintlichem Anliegen des Tierschutzes geschehen ist. Wir bitten darum, uns bis zum 18.04.2013 schriftlich via E-Mail Auskunft zu erteilen. Da Sie sich am 18.04.2013 in Schopfheim aufhalten, um sich Fragen der Bürger zu stellen, wäre das der geeignete Zeitpunkt, diese Fragen zu beantworten. Ebenso bitten wir darum, sich den Klagen zu Übergriffen auf die Menschen durch bewaffnete Uniformierte und JVA-Mitarbeiter zu stellen und uns dazu Mitteilung zu machen, was sie gedenken zu unternehmen, um diese Grund- und Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Gerade zur Zeit, wo der Fokus in Bezug auf die Einhaltung dieser Grund- und Menschenrechte besonders auf die BRD gelenkt ist, da diese nun im Vorsitz des UN-Menschenrechtsrats in Genf sitzen, sollte alles daran gesetzt werden, solchen Vorwürfen und Verstößen nachzugehen und diese Vergehen abzustellen. Das Wahljahr 2013 ist für die BRD und die Politik ein wichtiger Eckpfeiler, bei dem die Menschen entscheiden werden, ob und wem gegenüber sie das Vertrauen aussprechen werden. Sollten wir in der angegebenen Zeit, entgegen unserer Erwartung, keine Antwort zum Zustand und dem Verbleib der Tiere des Landwirt Martin Deschler erhalten, so werden wir angesichts dieser Geheimniskrämerei zu ganz einfachen Fragen vom schlimmsten Fall, das heißt einem Verbrechen, ausgehen. Das heißt, wir werden dann darüber entsprechend berichten. Den Schrei der Entrüstung, der dann durch die Welt gehen wird, können Sie sich wahrscheinlich gut vorstellen. Wir danken Ihnen im Voraus für die zeitnahe Beantwortung und verbleiben mit freundlichen Grüßen, Ihre Wake News Redaktion. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, und ist der Detlef wieder live zurück, aber ich wollte euch das einspielen, damit ihr ein bisschen mitkriegt, dass wir hier also auch vor Ort versuchen, die Verantwortlichen festzunageln und dafür zu sorgen, dass die hier Farbe bekennen. Denn wenn hier ganz klar wird, dass die also auch mit denen zusammenarbeiten, dann gehören sie mit zu den Tätern. Oder, weiß nicht, wie ihr das seht, so würde ich das mal betrachten. Ja, also klasse. Hier ist schon wieder ordentlich was los im Chatraum. Wunderbar. Und das heutige Thema ist insofern ganz wichtig für uns, weil es das große Ganze in unserer Matrix darstellt. Und der Titel der heutigen Sendung ist ja, wir wollen keine neue Weltordnung hier im Rahmen unserer United We Strike Radio Marathon-Sendung im deutschen Teil nicht das mit euch diskutieren. Ja, und hier ist es ganz wichtig, dass wir uns also auch vor Augen führen, dass sämtliche Aktionen, die da so laufen, immer irgendwie mit dieser Sache zusammenhängen. Ihr kennt die Schlagwörter Agenda 21, das ist nicht eine Sache, die der Schröder oder irgendwer eingeführt hat oder sonst irgendeiner, sondern das ist ein globales Steuerungsinstrument eben derjenigen, die hinter dieser neuen Weltordnung stecken. Das ist für euch ja auch nichts Neues. Für alle die, die sich mit den Themen beschäftigen, auch regelmäßig meine Sendungen hören und auch Informationen sich aus alternativen Quellen organisieren, wissen das, dass wir also hier in einer Matrix gefangen sind, die uns verknechten und versklaven will, auf ganz teuflische Art und Weise. Nämlich so, dass es die meisten Menschen überhaupt nicht mitbekommen, erst vielleicht in der letzten Sekunde wach werden, wenn es dann wahrscheinlich auch schon zu spät ist dafür und sie dann quasi unter dieser Gewalt möglicherweise dann fallen.
Ja, und wir sehen also an vielen, vielen Beispielen, wie brutal hier die Leutchen vorgehen. Wir sprechen zum Beispiel auch über die Situation in der BRD beziehungsweise ja, Europas, weil letztendlich ist die BRD ein Vorzeigemodell für das kommende Europa. Denn sämtliche europäischen Staaten, die sich in der EU vereint haben, sind ja inzwischen schon dabei, ihre nationalen Souveränitäten aufzugeben. Das ist das Ziel. Man will also die Nationen als solches versuchen abzuschaffen. Und das macht man auf brutalste Art und Weise. Und die Menschen verstehen es nicht, weil sie häufig einfach gefangen sind in ihrer eigenen Situation, die sie so beschäftigt, dass sie gar nicht mehr über den Tellerrand sozusagen schauen können. Und so ist es hier beispielsweise bei diesem unglaublichen, menschenverachtenden, Grundrecht- und Menschenrechtsverletzenden System in der BRD, nämlich das sogenannte Hartz-IV-Modell. Und da bekamen wir also Informationen, dass es da in Berlin zu einem Todesfall gekommen ist von einer behinderten Frau, einer 67-jährigen Frau, die also nachdem sie zwangsversteigert oder zwangsgeräumt wurde vielmehr aus ihrer Wohnung, so entweder verzweifelt war, das wissen wir noch nicht ganz konkret, was die Todesursachen tatsächlich waren, oder eben an irgendwelchen Folgen dieser Zwangsräumung eben verstorben ist. Und das ist ein sehr erschütternder Bericht, der dort zu lesen ist. Ich habe das auch verlinkt bei mir auf der Seite vugwakenews.wordpress.com. Das ist der Blog von der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten unter dem Titel Mordet Hartz IV. Und da steht in absolut menschenverachtender Weise: Mordet das BRD-System Menschen mittels unbarmherziger Methoden der Entmenschlichung, der Sozialhilfe, in der Kommerzialisierung von Hilfe, in Ausbeutung und Profitgier, in dem Zurückhalten von Hilfeleistung, um damit zu spekulieren, Mittel zu generieren, um weiter am Elend der Menschen zu verdienen. Pfui Teufel, was für ein abscheuliches Gesindel tummelt sich da in den obersten Etagen, und das noch dazu gewählt, in Anführungszeichen, vom Volke. Mittels Medienpropaganda vom Staatsfernsehen und willfährigen Matrix-Medien in der Hand weniger Kapitalistenfamilien, die uns als ihr Sklavenheer ansehen, tja, da macht sich Empörung bereit. Und man sieht dann also auch den Bericht anhand eines Videos, was dort eingestellt ist von Rosemarie F. aus Berlin. Und wer ist verantwortlich dafür? Warum sind die Jobcenter-Firmen, warum ist die Arbeitsagentur als Firma eingetragen? Wem gehören diese Firmen eigentlich? Ja, die Frage, die man sich auch stellen kann, wenn es denn einen Räumungsbefehl gegeben hat, eine Räumungsklage, wer hat die unterschrieben? Ist die überhaupt unterschrieben worden? Und da habe ich also meine Zweifel, dass die Leute überhaupt auf den Gedanken kommen, mal zu schauen, ob dieses Urteil überhaupt von einem Richter rechtmäßig unterschrieben worden ist. Also diese Fälle werden dazu beitragen, dass die Leute mehr und mehr aufwachen und die Dinge hinterfragen. Also schaut euch das an, das ist also ein tragischer Fall. Und das ist möglicherweise auch jetzt der Beginn von noch mehreren solchen Fällen. Das ist etwas, was wir also unbedingt festhalten müssen und auch verbreiten müssen als Information, weil wir können das alles verhindern, indem wir sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass so ein unbarmherziges, unmenschliches System herrscht. Und das ist ein Beispiel der neuen Weltordnung. So wird es allen gehen, die nachher in vollständiger Abhängigkeit vom System sind. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was wir uns vorstellen. Und aus dem Grund richten wir uns ja auch mit unseren Aufrufen, mit unserer Information an die Menschen, die jetzt erwachen und versuchen eben auch mitzuhelfen. Ja,
ja, dass man irgendwie etwas unternimmt. Und die Matrix-Medien waren auch da involviert in der Berichterstattung, da auch einen Link dazu getan von einem Medium. Und es war so, dass in Berlin also schon eine ganze Menge Widerstand gegen diese Zwangsräumung, speziell bei der Frau, da war. Da gab es also schon Proteste, Demonstranten waren auf die Straße gegangen und hatten gegen die Zwangsräumung der Wohnung von der Rosemarie F. protestiert. Tja, und eben dann, wenige Tage nach dieser Zwangsräumung, ist sie dann verstorben. Ja, und das ist wirklich also tragisch, nicht, was da los ist. Und das nur wegen Kohle, ne, wegen diesem Schuldgeldsystem, das man uns hier aufzwängt und letztendlich auch die Wahrheit darüber ja niemanden berichtet. Und das ist auch etwas, was ungeheuerlich ist. Ja. Und ja, die sogenannten Behörden, diese sogenannten bewaffneten Uniformierten, die mit Polizeiaufschrift, die sind mit da drin, die unterstützen das System. Das sind Büttel eben dieser ja wenigen, die uns verknechten. Ich nenne die ja immer die DIMS, die dominante irrsinnige Minorität. Und die sollen auch die neue Weltordnung umsetzen. Deshalb gehen die mit äußerster Brutalität vor. Wir haben das ja auch schon in einigen Beispielen hier bei dem Martin Deschler gesehen, der einfach gefoltert wird. Das ist, und kein Mensch denkt sich was dabei. Das ist für die ganz normal. Und es ist egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau in Uniform. Die sind also äußerst unmenschlich und brutal, dass man es gar nicht glauben kann. So unglaublich. Ja, und das sind eben die praktischen Beispiele eben dieser Geschichte. Und dass wir auch sehen, dass wir eben übergeordnet also bereits in vollkommener Tyrannei leben, ohne dass die Leute sich dessen wirklich bewusst sind, also die Mehrzahl der Leute, sieht man hier in der EU, wurde ja nach außen hin propagiert, das ist kein Problem, Bürgerbeteiligung ist wichtig, also wenn man eine Petition einreicht, hat man natürlich eine sehr hohe Hürde aufgebaut, nicht? Es müssen mindestens 1 Million Unterschriften da sein, aus der gesamten EU. Und da gab es ja die Bestrebungen, das ist, hängt ja auch mit dieser ganzen Geschichte der neuen Weltordnung zusammen, eben wichtige Ressourcen, die es gibt, also Grund, Nahrungsmittel oder Grundbedürfnisse eben zu privatisieren, also in die Hände dieser wenigen zu geben, die uns damit dann auch quasi erpressen können, nämlich das Wasser. Und da gab es gegen diese Wasserprivatisierung EU-weit einen Aufruf zu einer Petition, die unterschrieben werden sollte, um eben diesen Vorstoß der geschmierten Politiker, die also korrupt bis unter die Haarspitzen sind, durch die Leute, die eben das Schuldgeld beherrschen, also das aus dem Nichts generieren können und Unendliches davon weiterverteilen können, weil sie sich das Recht auf die Erzeugung eben dieses Schuldgeldes sichern haben lassen durch die Regierungen, in Anführungszeichen, denen wiederum die sagen, was sie als Gesetz und was sie als Exekutive tun sollen. Da hat also die Basisdemokratie einerseits funktioniert, weil es wurden europaweit über 1 Million Unterschriften gesammelt für diese Wasserpetition. Aber das Begehren gegen die Wasserprivatisierung mit dem Stichwort Right to Water erreichte zwar die geforderte Million an Unterstützung, doch diese kam nur aus 5 EU-Staaten. Daher scheiterte die Petition. Das ist unglaublich. Und diese Bürgerinitiative, die sich ja europaweit gebildet hatte, die wurde eigentlich damals schon mit dem Lissabon-Vertrag gegründet, wogegen man ja auch Sturm gelaufen ist. Und aber man sieht, das interessiert die alle gar nicht. Ne? Das interessiert die gar nicht. Sie machen einfach, was sie wollen. Und ja, ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen, anders als dass sich die gesamte europäische Bevölkerung irgendwann gegen sie wendet. Und natürlich wissen wir,
dass das ein Teil des Planes ist, weil Gewalt kann man mit Gewalt niederkämpfen. Und da sie das Gewaltmonopol besitzen und das auch versuchen zu behalten natürlich, ja. Deswegen werden ja auch alle Bürger überall entwaffnet, dass sie sich ja nicht wehren können. Dass sie sich dann also entsprechend aus der Luft und was weiß ich wehren können durch die Beschaffung von Drohnen und so, das ist ja alles schon im Gange. Wenn man darüber irgendwo liest, dann ist das eigentlich alles schon da. Ne? Das wissen wir ja auch. Obama feuert mit den Dingern ja überall weltweit schon herum. In Pakistan, das ist Tagesgeschäft, da werden ja Leute umgelegt aus der Luft mit diesen Dingern. Das ist heute schon Praxis. Und damit müssen wir rechnen, dass das hier demnächst auch vielleicht bei uns losgeht. Ja, und ich denke, da das sind so Beispiele, praktische Beispiele, die uns vor Augen führen, dass es höchster Alarm ist. Ja. Und wir haben uns hier so länger auch mit verschiedenen Leuten unterhalten darüber, über mögliche Zeitplanungen, was hier auf uns zukommt. Und sehr viele hier hören auch auf der BRD zu. Aber das ist natürlich für alle wichtig, weil wir alle miteinander zusammenhängen, dass wir nämlich wahrscheinlich schon in diesem Jahr mit den Auswirkungen rechnen müssen. Das heißt, es gibt ja im Jahr 2013 hier diese Bundeswahlen in der BRD. Und darüber werden wir nochmal diskutieren, natürlich. Ich habe gestern jemanden gehört, bloß nicht zur Wahl gehen. Ne? Sagt einer bloß an die BRD-Leutchen, bloß nicht wählen gehen, weil du wählst ja im Prinzip nur deinen eigenen Schlachter oder Schlechter, wie auch immer. Ja, gut, ich weiß es nicht, ob das der beste Weg ist, weil der andere sagte dann gleich, ja, aber dann fälschen sie halt die Wahl und ja, behaupten, es wäre das und das rausgekommen. Also wir wissen noch nicht genau, was der richtige Weg ist. Es ist aber zumindest eine Möglichkeit, auf demokratische Art und Weise seine Ansicht zu der Politik und der Regierung hier und dem Parteiengeschäft auszudrücken. Und das sollte man ja alles versuchen, was nur irgendwie möglich ist. Ja, also es wird dann gesagt, dass natürlich hier die Leute noch versuchen wollen, in der BRD durch die Bundeswahl zu kommen, also 2013 noch irgendwie in Amt und Würden gewählt zu werden, um das dann offiziell auch sich so quasi an die Brust zu heften, um dann erst nachher die Schweinereien umzusetzen, die also schon alle auf uns warten. Ne? Das ist denkbar und ja, ich würde auch sagen, dass wir wahrscheinlich schon in diesem Jahr die Auswirkungen spüren werden der neuen Weltordnung und dass die uns brutal nach der Bundeswahl erreichen wird. Also so sehr viel Zeit bleibt uns eigentlich nicht, um uns hier noch vorzubereiten auf dieses Desaster, was da kommt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch versuchen, eben noch mehr Leutchen zu erreichen. Denn nur mit der Menge, nur mit der Masse von Menschen können wir hier etwas auf die Beine stellen. Man muss einfach sagen, wir müssen hier, jeder muss wieder für sich, für sein eigenes Leben sich verantwortlich fühlen. Und das kann man nicht delegieren, das kann man niemandem übertragen. Denn wenn man das tut, dann hat man eigentlich alles aus der Hand gegeben, was einem zur Verfügung steht, um selbstständig leben zu können. Und das ist denkbar. Also ich meine, wir brauchen bloß eine genügend große Anzahl von Menschen. Es wurde jetzt hier vielfach diskutiert. Man muss ungefähr so eine Million, ein, zwei Millionen Leutchen haben in einem Land, so wie die BRD. Also das wären dann ja so etwas mehr wie, sagen wir mal so 2-3% der Leutchen. Wäre schon schön, wenn die also aufgewacht wären und etwas unternehmen würden. Und es gibt ja eine Menge Leute, die also unter dem System bereits jetzt leiden. Nicht alle Menschen, die beispielsweise in sozialer Not sind, das haben wir schon häufiger diskutiert, gerade in der BRD mit den Hartz-IV-Empfängern, die also wirklich geknebelt und geknechtet werden, noch und nöcher. Das ist also abscheulich, was dort also vor sich geht. Und gleichzeitig sich also hier die BRD-Regierung damit brüstet, dem UN-Menschenrechtsrat vorzusitzen und sich da um irgendwelche Sachen zu kümmern, die fernab von den eigenen geografischen Grenzen stattfinden.
aber hier vor Ort selber ordentlich die Menschenrechte verletzt. Ja, und das, da müssen wir einfach immer wieder darauf aufmerksam machen und über die Dinge berichten. Ja, aber steigen wir noch mal ein bisschen ein in die Hintergründe der neuen Weltordnung. Viele, die hier zuhören, wissen darüber sehr gut Bescheid, aber sollten uns trotzdem noch einmal das vor Augen führen. Diese neue Weltordnung als Begriff wird ja permanent eigentlich von Gewählten und hochstehen, in Anführungszeichen, also den Regierungsvorsitzenden, Politikern ausgesprochen. Und wenn wir schon von der BRD sprechen, auch die Frau Merkel spricht häufiger über die neue Weltordnung und das sogar vor einem Publikum, wo man also da denkt, da müsste es Proteste geben, ne? Vor den Christen, die ja eigentlich Bescheid wissen müssten, was es mit dieser neuen Weltordnung auf sich hat, denn da steht ja alles auch in der Bibel geschrieben, ne? Was da alles so passiert in der Endphase, ne? In der wir uns möglicherweise befinden, der Johannes-Offenbarung, da steht ja vieles dazu drin. Also die müssten sich ja eigentlich mal überlegen, was die da von sich gibt. Aber eben, möglicherweise sind denen eben auch Schatten oder Schleier noch vor den Augen. Und die müssen wir eben versuchen wegzuziehen. Oder auch andere hochstehende, in Anführungszeichen, Politiker, die also da das ständig von sich geben. Hier zum Beispiel zuletzt auch der US-Vizepräsident Joe Biden, der in einer Ansprache ja noch einmal die Wichtigkeit und die Dringlichkeit der Umsetzung einer neuen Weltordnung propagierte. Wir wissen ja immer, dass die Vizepräsidenten in der Regel in den USA die Politik wesentlich mit beeinflussen. Also wenn der das sagt, dann kann man davon ausgehen, dass er die Kräfte, die im Hintergrund wirken, vertritt. Der Obama, gut, ne, wir wissen, was wir von dem halten können oder müssen. Das ist auch nur eine reine Vorlesepuppe, der also da immer von seinem Teleprompter abliest, wenn er irgendwo eine Rede hält, die da vor ihm aufgebaut ist. So eine kleine Glasplatte, ja, die man also nicht so unbedingt sieht und die auch nie in den Fernsehauftritten oder so dann gezeigt werden. Also immer gut versteckt. Ne? Und dann denkt man immer, oh, da kann aber doch ganz flüssig reden, ne? Weil er das von dem Ding da abliest. Und der liest natürlich das ab, was man ihm vorher da reingeschrieben hat. Das hat er nicht selber entwickelt. Das wissen wir auch. So wie natürlich alle Politiker in den Regierungen weltweit, die in dem System mitwirken, ihr Programm umsetzen sollen. Das wissen wir auch. Das heißt, es gibt keine unabhängige nationale Politik mehr, wie wir das vielleicht von früher noch vermeintlich denken. Das gibt es seit der Agenda 21 nicht mehr. Denn da wurde weltweit beschlossen, dass alle das zu tun haben, was die bereits im Schatten agierende Weltregierung umzusetzen gedenkt. Und wir wissen, dass hinter dieser Schattenregierung eben die Interessen einiger weniger sehr, sehr wohlhabender, reicher, einflussreicher Familien stecken. Wie gesagt, die nenne ich die dominante irrsinnige Minorität. Ja, und ich habe zur heutigen Sendung auch eine kleine Collage gemacht mit einigen Bildchen, die verdeutlichen sollen, worum es bei der NWO oder der neuen Weltordnung tatsächlich geht. Es ist nämlich so, diese neue Weltordnung ist eigentlich nicht wirklich eine neue Weltordnung, es ist nur eine neue Art und Weise der Weltordnung. Denn wenn wir uns geschichtlich erinnern, sofern also die Geschichtsübermittlungen auch alle so verlässlich sind, ne, wie wir sie gelernt haben. Aber wir wissen, es hat große Reiche in der Vergangenheit ja immer schon gegeben. Und das letzte besonders hervorragende Reich war da sicher das Römische Reich. Und auch dort ging es ja im Wesentlichen darum, dass man also andere Länder, andere beinahe schon Kontinente erobern wollte, um ja quasi sich die Ressourcen dieser Länder zu eigen zu machen
um die Leute dort für sich arbeiten zu lassen. Das gibt es sogar im Tierreich. Da gibt es zum Beispiel so Ameisenvölker, die andere Ameisenvölker überfallen und die quasi für sich als Sklaven arbeiten lassen. Also es ist nicht etwas rein Menschliches, ja. Es gibt das auch im Tierreich, ne? Okay. Ja, also das nur so als kleines Beispiel. Und und genauso ist das hier heutzutage. Man hat also seitens dieser Familien, die also sehr, sehr lange wahrscheinlich auch aus dieser Zeit hier bereits stammen, die haben also einen Plan sich zurechtgelegt und haben dafür dann auch entsprechende Stationen eingebaut und generationsübergreifend denkend das versucht umzusetzen mit eben dem Endziel, dass sie sich die Erde vollends untertan machen, so dass sie also nicht mehr gestört werden können von der Vielzahl der Menschen, die also auch zum Teil ja freigeistig sind oder eben ihre eigenen Interessen haben. Und aus dem Grund haben sie auch Kriege als Mittel verwendet, um ihre Ziele Stück für Stück umzusetzen und dabei eben die Menschen getäuscht. Ja, man hat ihnen zum Beispiel Nationalstolz vorgespielt, der also wichtig sei. Und dann sind die Leute für die Nation in den Krieg gezogen, haben sich darauf gefreut, endlich gibt's Krieg und endlich können wir was machen und so weiter. Wobei nachher das Elend und die Not gewaltig waren und dann die Begeisterung wahrscheinlich auch geschwunden ist. Aber es geht ja eben generationenübergreifend. Die nächste Generation hat das schon wieder alles gar nicht mehr so in Erinnerung, weiß gar nicht, was das alles bedeutet, wenn man also in eine solche Not gerät. Weil man natürlich auch immer nach Ende eines Krieges immer dafür gesorgt hat, dass es weitergeht und dass die Ziele neu avisiert werden. Und das wissen wir, dass es offenbar einen Plan gibt, eben via Weltkriegen eine geografische und strategische Zielsetzung umzusetzen, sodass also auch nach dem Ersten Weltkrieg der Zweite Weltkrieg gleich folgen musste und wir uns jetzt möglicherweise eben schon im Dritten Weltkrieg befinden, der natürlich überwiegend gegen uns alle gerichtet ist und nicht gegen eine Nation als solches. Es werden also quasi Stellvertreter ernannt wie der Terror, ja, das war ja die Folge von 2001, 9/11 oder den 11. September, dass man dann einfach den Terror als allgemeinen Feind weltweit definierte, um so einfach jederzeit in der Lage zu sein, einen Feind bekämpfen zu können. Und seit der Zeit sind permanent also alle Nationen irgendwo im Kriegsgeschäftchen verwickelt, wobei natürlich diejenigen, die hinter den Kulissen schaffen, auch noch kräftig mitverdienen, weil denen natürlich auch die ganze Rüstungsindustrie gehört und die ganzen Banken und was weiß ich alles, die also alles dann mitfinanzieren und dann immer alle Seiten finanzieren. Deswegen werden auch die Terroristen finanziert und zwar ganz offen. Ja, jeder müsste sich doch fragen, wie kann man nur so bescheuert sein, als Amerikaner oder als NATO seine eigenen Feinde zu unterstützen. Das ist alles bekannt, das ist nichts Neues und keine Verschwörungstheorie, es ist einfach Verschwörungspraxis. Warum wird das gemacht? Um die auf jeden Fall immer aktiv zu halten. Außerdem helfen die auch mit dazu bei, überall Unruhe zu provozieren und ständig etwas am Kochen zu halten. Und das ist das, was sie wollen. Ne? Weil da sie in dem Untergrund sowieso nichts zu befürchten haben, die Schattenmächte, die ja alles im Griff haben, weil sie ja wie Schachspieler die Figuren hin und her schieben können, wie sie das wollen, und die Leutchen, die Schachfiguren das gar nicht mitkriegen, ja, weil sie einfach geblendet werden oder eben in einem Propaganda-Geflecht von Informationen stecken, aus denen sie nicht herausgucken können. Ja, gelingt ihnen das. Und das ist etwas, was wir auch immer in den Sendungen darstellen anhand von Einzelbeispielen. Und das muss man sich jetzt auch vorstellen, passiert mit dem Kriegsgeheul da um Nordkorea, der jetzt also mal wieder dient dafür, eben so eine
so ein Gefecht wieder loszutreten und auch hier möglicherweise wieder einen geografisch-strategischen Schachzug vorzunehmen für die dominante irrsinnige Minorität, die uns ja auch abzocken will. Das heißt, man will uns ja auch das bislang recht erfolgreiche Schuldgeld wieder wegnehmen in der Form. Man will uns eigentlich verchippen, man will uns vollständig abhängig machen und kontrollieren. Und das geht nur dann, indem man das andere alles abschafft. Und das geht nur abzuschaffen, ohne dass es auffällt, wenn man andere Gründe vorschiebt, als die, die tatsächlich dahinter stecken. Und die tatsächlichen Gründe sind ja, dass man uns eben verchippen möchte, ja. Und die vorgeschobenen Gründe sind, die Wirtschaft läuft nicht und wir sind überschuldet und das wird alles zusammenbrechen, wir müssen die Währung abschaffen aus dem Grund und so. Dabei hat man das ja alles selber produziert. Und das wisst ihr auch alle, das ist ja auch nichts vollständig Neues, ich denke mal, wir sehen das, dass der Hintergrund ist für diese Kriegsspiele, die da stattfinden. Ja, und einige, die eben noch nicht so da mitspielen möglicherweise oder nicht der Sache so folgen, die werden mit in die Sache reingezogen, beziehungsweise haben vielleicht auch noch eigene Interessen. Denn das heißt ja nicht, dass es hier ausschließlich eine neue Weltordnung seitens der westlich orientierten Staaten gibt, ja, der NATO-regierten Regionen, sondern es gibt natürlich auch Weltordnungsideen von all den Nationen, die noch da sind, die auf der sogenannten anderen Seite sind. Und deswegen muss man immer versuchen herauszufinden, ist denn das überhaupt, ist das überhaupt die Absicht dieser anderen Leute, gegen die Weltordnung zu sein? Oder ist es nur ein Versuch, eine andere neue Weltordnung aufzubauen oder eine Konkurrenz? Und wer steckt dann auch dahinter? Wir wissen ja auch, dass China unterwandert ist von eben diesen dominanten, irrsinnigen Minoritäten. Die haben auch ihre Megareichen, die Blutlinie Li beispielsweise, die also ihre Interessen auch global sieht, die auch sehr eng mit den Amerikanern zusammenarbeiten beispielsweise und so weiter. Ja, also es ist sicher nicht ganz einfach zu durchschauen, aber ich denke, man muss immer wieder mal auch einen Abstand nehmen, auch wenn wir zum Beispiel darauf hoffen, dass man in unserer regional begrenzten Welt vielleicht nur Hilfe bekommt von einem anderen starken Partner, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man auch wieder in andere Abhängigkeiten gerät, die vielleicht auch wieder letztendlich in dieselbe Richtung zielen. Das ist denkbar. Ne? Also in der Diskussion hier über die neue Weltordnung könnt ihr euch gerne beteiligen, nicht nur im Chatraum, ihr könnt auch gerne eure E-Mails zusenden unter radio@wakenews.net. Das ist wunderbar, wenn ihr das macht. Und ja, mir ist es vor allen Dingen wichtig, auch nochmal aufzuzeigen, und das ist in dieser Collage zu sehen, dass es hier auch darum geht, die Welt neu zu ordnen. Ja, neue Weltordnung heißt ja auch, dass man die Welt neu ordnen will. Und die Weltneuordnung, die soll eben auch geografisch so aussehen, dass man nicht sofort alles auf einmal dirigiert, weil das braucht ja immer auch Zeit, die jeweiligen Strukturen aufzubauen, sondern dass man Stück für Stück eben marschiert. Und eines der Beispiele, was ja beinahe aber auch schon wieder auseinanderbricht, das ist die EU, ja, die man gebildet hat, gegen jeden Widerstand des Volkes eigentlich, die zwar durchaus grundsätzlich gerne mit den anderen Menschen zum Beispiel in Europa zusammenleben, in Frieden und auch Handel treiben wollen, aber nicht unbedingt eine politische Union haben wollen, weil das ist ja auch das Problem zum Beispiel von Eingemeindung oder von Zusammenlegung von Regierungsbezirken, ja, welche Art auch immer, oder von Kantonen, ja, in der Schweiz. Weil das bedeutet ja immer, dass man die Macht der Region wegnimmt und es auf eine übergeordnete Ebene hievt.
Das heißt, die Menschen vor Ort haben überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, direkt so Einfluss zu nehmen auf die Geschicke ihrer Belange. Das wird ihnen aus der Hand genommen und auf eine übergeordnete Ebene geschoben, die also sehr weit entfernt ist dann von den Belangen der Menschen. Und die beste Form eigentlich zu leben, ist, ja, dass man einfach regional stärker wird. Das Beste ist es eigentlich, und das ist ja auch etwas, was die neue Weltordnung Stück für Stück zerschlägt, durch die Gesellschaftsveränderungen, die stattfinden, durch die Ideen, die überall gestreut werden, durch die verschiedenen Maßnahmen, die ja stattfinden, auf allen Ebenen, ob es die gesundheitliche Beeinträchtigung ist, die Indoktrinierung, das fängt ja schon bei den Kindern gerade an, auch im Kindergarten, dass man die eigentlich schon umdreht und in eine Richtung lenkt, die später der neuen Weltordnung nutzen soll, eben den Interessen dieser paar Mächtigen, dass man eigentlich hier vor Ort dafür sorgen muss, dass seine eigene Familie, seine eigene Sippe wieder erstarkt. Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen, wir dürfen nicht in einen Single-Haushalt übersiedeln. Eigentlich müssen wir zurück zum Ursprung die Familie stärken. Und das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, was ich beispielsweise auch gerne diskutiere. Jetzt, ich bin ja am Montag hier am 15. April beim Vjatčeslav Seewald in seiner Sendung. Wer da übrigens noch Lust hat, dann sich anzumelden, da kann man also direkt mit dabei sein. Der kann das hier tun. Ich habe da den Link in der Beschreibung der heutigen Sendung mit drin. Da kann man sich also anmelden und dann auch tatsächlich mit teilhaben, auch in dieser Sendung, wo ich also auch nochmal meine Eindrücke schildere, die ich habe in Bezug auf, was die Menschen beschäftigt. Und ja, schauen wir mal. Okay, und das ist hier ganz richtig, da sehe ich im Chat, Detlef, Kinder machen. Ja? Kannst du das verantworten, Kinder in diese Welt zu setzen? Naja, wie soll es anders gehen? Ne? Ohne Kinder stirbt eben die Menschheit aus, ne? Wenn es keinen Nachwuchs mehr gibt. Oder eben es wird gesteuert, ne? Wie zum Beispiel bei den Chinesen, da gibt es nur noch eine Ein-Kind-Politik, zumindest also für die Mehrzahl der dortigen Menschen. Das heißt, du kannst ausrechnen, wann diese Gesellschaft zusammenfällt, ne? Weil sie überaltert und so weiter. Das ist eigentlich das Normale. Warum soll man keine Kinder in die Welt setzen? Die Probleme, die wir ja haben, ob sie jetzt die finanzieller, wirtschaftlicher Natur sind, die sind ja künstlich produziert. Das ist deshalb, weil uns eben diese Schattenmächte dazu verdonnert haben. Die lenken das ja im Hintergrund. Die haben dafür gesorgt, dass wir eben solche Regierungen haben. Natürlich sind wir selber auch mit da verantwortlich, weil wir die dann auch noch gewählt haben oder es zulassen, dass die das tun, die uns ein Programm überstülpen, wo sie uns entrechten und versklaven und uns die Möglichkeiten nehmen, selber zu wirtschaften, wie das hier beispielsweise beim Landwirt Martin Deschler ist. Den nimmt man seine Tiere weg, unter irgendwelchen vorgeschobenen Argumenten, damit er sich selber nicht mehr ernähren kann, damit er nicht wieder auf eigenen Füßen irgendetwas aufbauen kann. Ja, unabhängig noch von den anderen Gründen, die noch eine Rolle spielen. Aber so ist das überall, nicht? Oder nimm die Arbeitsplätze in Anführungszeichen. Wenn man eine Gesellschaftsstruktur aufbaut, die von Arbeitsplätzen abhängig ist und dann man diese dann vernichtet, weil man sie in andere Regionen verschiebt, dann ist man doch derjenige, der dann auch diese Gesellschaftsstruktur wieder zerstört. Müssen wir das zulassen? Das ist die Frage. Ne? Und ich denke, man kann das eigentlich nur machen, indem man eben eine veränderte Gesellschaftsstruktur aufbaut, auf die wir wieder Einfluss nehmen. Aber das geht nur mit einem gewissen Bewusstsein, was erst wieder jeder erlangen muss, dass das wichtig ist. Und wenn man als Mensch hier ist, und warum soll die Menschheit ausgerottet werden? Fragezeichen. Wenn natürlich einer der Ansicht ist, die Menschheit soll ausgerottet werden, dann kann er natürlich nicht dieselben Gedankengang nachvollziehen, den ich jetzt hier ausspreche. Und du kannst aber nur selber erfolgreich sein, wenn du eben dein Leben
und die Möglichkeit zu überleben in eigene Hände und eigene Regie übernimmst. Du darfst es nicht delegieren an jemand anderen. Du darfst nicht sagen, ja, schaff mir mal einen Arbeitsplatz, dann gehe ich dann dahin. Sondern du musst selber versuchen zu leben und etwas aufzubauen. Wenn das natürlich innerhalb eines Schuldgeldsystems, was andere kreiert haben, passiert, also einem Sklavensystem, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Also das Sklavensystem gehört abgeschafft, das ist richtig. Im Vorhinein, ne? Das ist klar. So, also, ich denke, das sind so Erkenntnisse. Ich meine, das ist nicht jetzt unbedingt das Thema der heutigen Sendung, die diese Varianten alle zu diskutieren, aber ich wollte es ansprechen. Ich denke, das Leben geht immer so weiter. Nicht? Wir erfreuen uns ja auch an Tieren, wenn die Junge bekommen, weil da kommt was Frisches, was Neues, da ist was Verspieltes drin. Die freuen sich am Leben, die blühen auf, die genießen es. Trotzdem sie vielleicht später, wenn sie älter werden, auch erkennen, dass das Leben nicht so einfach ist. Ne? Ich weiß nicht, ob die das bewusst so dann erfassen, aber sie merken natürlich auch, in dem Älterwerden oder verändern sich natürlich auch ihre Lebensbedingungen. Okay, also das sind so die Dinge, die mir dazu auch noch wichtig sind. Und diese neue Weltordnung hat eben einfach, wie soll ich sagen, das Problem, dass sie nur durchzusetzen ist seitens dieser Dims, wenn die Menschen sich das gefallen lassen. Nicht? Und die Chance, eben etwas dagegen zu tun, die ist möglich, eben aber nur, wenn wir aufwachen, wenn wir erkennen, hoppla, das ist aber nicht das, was wir wollen, und unsere Ansichten durchsetzen. Ja, so ist es. Ja, hier schreibt einer, dass er vielleicht Probleme hat mit den Playern. Es gibt ein bisschen Probleme. Ich habe hier auch welche gehabt heute. Also immer mal wieder aktualisieren, den Player oder mal den Player wechseln. Es wird im Moment hier auf beiden Playern auf der Seite übertragen. Ja, also das ist ein massives Thema hier mit der neuen Weltordnung. Vor allen Dingen für die Leutchen, das zu verstehen, die also überhaupt noch gar nicht sich mit den Themen beschäftigt haben, dann das große Ganze zu entdecken, was eigentlich wirklich dahinter steckt, ist nicht einfach. Ja, das war auch für mich ein langjähriger Prozess, zu erkennen, um was es geht. Aber inzwischen gibt es ja sehr viel Informationen darüber und das ist ja auch vorteilhaft. Also, wir gehen jetzt gleich mal in eine kurze Pause und ihr könnt mir gerne während der Zeit auch noch eure Informationen zusenden unter radio@wakenews.net. Freue ich mich, da sind auch schon hier die einen oder anderen reingekommen. Also, wir sehen uns gleich wieder, ist der Detlef von Wake News Radio in unserer heutigen United We Strike Radio Marathon-Sendung. Und wir hören jetzt hier in der kleinen Unterbrechungspause von den Oberverbrechern, nämlich The Fed. Also, bleibt dran. Gleich wieder da. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Precisely why we have to say, hey!
president who tried. He was about to stick it to the lousy Fed. He made some legal tender, silver-backed in all its splendor. It's unfortunate he ended up dead. Clinton, Bush, Barack Obama, Carter, Reagan, and McCain. We argue who's the best until we drop. But whoever is elected, it all comes out the same till we see that it's the Fed we need to stop. Hey, hey. White or black or female, someone more than just another talking head. They have to stand up for our rights. They better read the Constitution when they hear the people cry for the Fed. So tell your children's children, if we're still around, to tell how depressions were created by a few, how the people lived and suffered while the candidates debated till the people knew exactly what to do. International Community Radio Network. Ja, seid ihr wieder hier von Wake News Radio, Wake News TV. Wir sind in der zweiten Stunde der heutigen Sendung am 13. April 2013, dem United We Strike Radio Marathon mit dem wichtigen Thema: Wir wollen keine neue Weltordnung. Ja, und ich habe schon in der ersten Stunde so das ein oder andere zur neuen Weltordnung gesagt. Und ja, ihr könnt hier gerne mir auch eure Informationen noch mitteilen, zum Beispiel im Chatraum, wo es auch irgendwie geht, dass ich da den einen oder anderen die eine oder andere Mitteilung dann lesen kann. Aber auch gerne via E-Mail unter radio@wakenews.net. Ja, und nun nochmal auch zur Musik. Es ist immer klasse, dass wir Künstler haben, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen. Und jeder, der als Künstler hier zuhört, ob Musiker, DJ, Musikproduzent oder sonst was oder Band, kann uns hier gerne seine seine Musik natürlich zur Verfügung stellen, als MP3 am liebsten. Auch wieder unter radio@wakenews.net. Und wir hörten ganz am Anfang der Sendung von Dano Songs Riding the Banshee und jetzt hier in der kleinen Kaffeeholpause Neil Fox Fuck the Fed. Wie hieß das? F. und so. Ist es schon. Okay. Wir haben ja die zensierte Version gespielt. Richtig, genau. Ja, und was es da also auf sich hat mit der neuen Weltordnung, das wissen die Eingeweihten und die Aufgeklärten schon längst. Es ist nämlich ein tyrannisches System, was seit langer Zeit vorbereitet wird, um sie auf uns loszulassen, diese Ketten der Sklaverei. Und die wenigsten, ja, die so eigentlich so in dieser Matrix-Welt hier so ganz gut leben und eigentlich auch noch viel zu viel haben zum Leben, sonst wären die Leute ja schon viel unzufriedener und
bereiter, eventuell etwas dagegen zu unternehmen. Die sind eben immer noch zu faul, zu fett, sie haben noch zu viel Dinge und da sehen sie die Notwendigkeit, nicht irgendetwas zu unternehmen. Ja, sie sehen da so gewisse Anzeichen, so ein paar dunkle Wolken am Himmel, aber erkennen ja noch nicht mal die Chemtrails, ne? Also insofern denke ich mal, sind wir hier ganz wichtig dran, also die Leute mit aufzuwecken und aufzuklären. Und was da so auf uns zukommt, was dort geplant ist, sagen ja auch die Leutchen, die in den Regierungsfunktionen da eingesetzt fungieren, bereits schon, indem sie sagen, ja, also man, ne, die Merkel zum Beispiel hat immer gesagt, ja, man haben kein Anrecht auf Demokratie und all diese Dinge und auf Freiheit und Wohlstand. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass sie schon viel Übleres für uns geplant haben. Ne? Oder ich weiß nicht, wie das sonst anders interpretieren könnte, oder? Ja, und wir sind eben einfach hier noch viel zu träge. Es geht uns viel zu gut, als dass eben irgendeiner irgendetwas unternimmt, was wichtig wäre, um die Dinge zu verändern. Und alles das, was ich auch vor der Pause noch sagte, mit Bezug auf Familie, Kinder und das eigene Leben gestalten, das kann natürlich auch nur als Wunsch entstehen, wenn man sich dessen bewusst wird und es auch selbst will. Ja, aber das, wie soll dir das bewusst werden, wenn du eben noch gefangen bist in der Matrix, in der Welt, die einem auch vorgespielt wird, in dieser Unterdrückungs-Arbeitswelt, wo du eigentlich siehst, du kriegst nicht genug zusammen, ja, du kannst vielleicht sogar 2-3 Jobs machen und du kriegst nicht das Geld zusammen oder wie man das auch in meiner Jugend oder eben in der Zeit propagierte, als ich im Studium war und so weiter, wo man dann gesagt hat, also ja, erstmal eine gute Ausbildung, dann einen guten Job und dann erstmal Geld verdienen und dann Familie. Ne? Und dann, als man dann Familie startete, da war man dann schon jenseits 30, oder? Ja, und das ist natürlich dann auch eine künstliche Verzögerung der biologischen Möglichkeiten. Und warum soll man auf Kinder verzichten? Ist doch nur eine Frage, wie wir uns die Gesellschaft, wie wir das Leben organisieren, oder? Unabhängig jetzt davon, ob man jetzt Kinder kriegen kann oder nicht, aus welchen Gründen auch immer. Aber es sollte nicht von vornherein einfach unmöglich sein, bloß weil man jung ist, Kinder zu kriegen. Das ist ja gerade eben wieder einer dieser Tricks der neuen Weltordnung, die also natürlich versuchen, dass sich die Menschen nicht fortpflanzen, weil sie die ja als wichtigsten Eckpfeiler eigentlich dezimieren wollen. Sie wollen ja nur so viele Menschen übrig behalten, wie sie sie für ihr eigenes Wohlergehen brauchen. Das ist nochmal ganz wichtig, diese Georgia Guidestone-Geschichte für diejenigen, die das nicht wissen. Ich habe den Link bei mir im Artikel auch unten gepostet. Georgia Guidestone, die also ganz klar sagen, die 10 Gebote der neuen Weltordnung dort aufgeschrieben haben. Und da steht ganz klar drin, die Bevölkerung soll also reduziert werden auf 10% der heutigen Menge. Egal jetzt, wie viel man da annimmt, wie viel das ist, ob 6, 7, 8 Milliarden sind. Also nur 10% sollen leben auf dieser Erde und das wollen die entscheiden, die Schattenregierung darstellen. Und warum muss das sein? Also wir haben ja genug Platz. Also es gibt ja riesige Gebiete, die auch unbewohnt sind und man kann das natürlich alles wunderbar auch organisieren. Und in der Regel ist es ja auch so, dass sich das dann alles entsprechend ausgleicht, je nachdem, wie sich die Situation für die Einzelnen darstellt. Es ist ja eher so, dass es nur in ärmeren Ländern mehr Kinder gibt pro Familie, weil dort eben Kinder das Überleben sichern. Ja, je mehr Kinder man hat, umso eher gibt es welche, die also dann auch die eigenen Eltern mit über Wasser halten. Währenddessen in wohlhabenderen Regionen die Anzahl Kinder pro Familie erheblich sinkt, sogar zu einem recht negativen Teil, weil dann eben die Selbstsucht siegt. Das heißt, die Menschen denken dann nur an sich und sagen, sie besehen dann Kinder nur eigentlich als eine Last an. Das wird natürlich dann auch durch die Gesellschaft hier, die durch die neue Weltordnung gesteuert ist, die Propaganda wird das dann auch so übermittelt. Ne? Und das Angebot eben, dass der Staat, was nichts anderes ist als die Regierung, halt die Erziehung der Kinder übernimmt, schon nachdem sie gerade eben geschlüpft sind sozusagen,
Das heißt ja nichts Gutes. Nicht? Eigentlich muss das alles in der Hand eben von den Eltern sein. Und man muss sein ganzes Leben umstrecken. Wir müssen eine ganz komplette andere Welt haben als das, was wir zurzeit erleben. Und einzelne Gruppierungen gibt es ja, die das vorspielen, dass das geht. Man muss einfach nur seine Lebenseinstellung, seine Ziele im Leben etwas verändern. Es geht ja nicht darum, Kohle zu scheffeln. Ich bin ja auch so aufgewachsen. Irrsinnig. Ne? Kohle hinterher zu rennen. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, was das bedeutet. Lediglich nur den Effekt, dass man eben, wenn man viel Geld verdient im System, dass man sich dann was leisten kann. Aber eben auch nur so lange was leisten kann, wie man gesund ist. Ne? Viele sind ja dann auf der Strecke geblieben. Leute, die viel Geld verdient haben im System, als oberer Sklave arbeiteten, als Manager oder sonst was, die dann Herzinfarkte erleiden mussten und überhaupt nichts von ihrem Leben hatten, als nur zu schaffen, schaffen, schaffen. Die kann die Familie dann quasi übrig blieb oder eben auseinanderfiel, weil man eben gar nicht vor Ort war, gar kein Familienleben führte und so weiter. Ne? Also wisst ihr ja selber auch. Das heißt hier, man muss komplett alles überdenken, alles überarbeiten, was es bisher an Doktrinen gibt oder als Lehrmeinung gibt, wie das Leben auszusehen hat. Also diese Propaganda-Welt, diese Matrix-Welt eben dieser dominanten, irrsinnigen Minorität muss man überwinden. Wir müssen uns eigentlich einen neuen, einen anderen, einen natürlicheren, einen ursprünglicheren Weg suchen, der eigentlich für uns gedacht war. Ja, und warum muss man Geld verdienen? Geld ist kein natürliches vorkommendes Objekt oder Subjekt oder was auch immer, sondern es ist künstlich erzeugt und hat per se für sich selbst keinen Wert. Es ist nur etwas, was verwendet wird, um uns eben zu führen, zu lenken, zu kontrollieren. Wir brauchen kein Geld, vielleicht braucht man irgendwas zum Tauschen. Okay, aber dann muss das auf eine andere Basis gesetzt werden. Und da gibt es ganz viele Beispiele von Dingen, die heute schon funktionieren. Man muss auch keinen Profit machen. Ein Profit muss gar nicht gemacht werden. Warum? Das geht gar nicht. Ist eigentlich auch von der Natur nicht vorgesehen, Profit zu machen. Ja, es ist nämlich alles da. Alles, was wir zum Leben brauchen, was wir Menschen brauchen, auch um glücklich zu sein, ist alles da. In Hülle und Fülle. Der Profit. Alles das, was die Gesellschaft heute propagiert, Erdöl wird gebohrt, das Fracking wird gemacht, es wird alles versaut, es gibt Atomkraftwerke, die nukleare Verseuchung produzieren und so weiter. Warum gibt es das? Weil einige damit Profit machen wollten und damit natürlich in Kauf nahmen und das vielleicht sogar wollten, dass die Umwelt zerstört wird. Aber das ist alles nicht notwendig. Ich will jetzt nicht sagen, dass das dann unbedingt gleich ein Paradies sein muss. Es ist sicherlich auch mit Arbeit und mit Aufwand und mit Mühe verbunden. Aber ich meine, es kann ja schon fast nicht mehr mühsamer sein, als wir es heute schon haben, oder? Und deswegen denke ich, da gibt es also viele, viele Wege, die uns offen stehen. Aber das fängt hier, im Kopfe fängt das an. Wir müssen im Kopf unsere ganze Welt, die wir bislang erlebt haben, der wir bislang gefolgt sind, denen wir wir geben ja den Leuten im Hintergrund die Macht, die sie gegen uns einsetzen. Wir geben die Ideen. Ja, ohne uns könnten die das ja gar nicht machen in der Form. Also müssen wir bei uns etwas ändern. Unsere Einstellungen müssen sich ändern. Und wer das also selbst für sich probiert, und ich weiß, dass es nicht einfach ist, weil man eben geprägt ist dadurch und man hat irgendwie sein Leben darum aufgebaut so und versucht darin zu überleben und so weiter. Und es ist das ganze System um einen herum ist auf dieses Schuldgeldsystem aufgebaut. Aber jeder, der mal so gewisse Dinge versucht hat, beispielsweise, nachdem ich also aufgewacht war, war das erste Fernseher weg. Ja? Und seit der Zeit habe ich den Fernseher nicht ein einziges Mal mehr vermisst. Ja, ich hatte mir gedacht, naja gut, dann spiele ich mir hin und wieder mal ein Video oder DVD oder sowas rein. Habe ich jetzt schon wieder seit einem halben Jahr nicht ein einziges Mal gemacht, weil ich gar keine Zeit habe dazu, weil es andere Dinge, wichtigere Dinge gibt. Ich würde natürlich auch lieber statt nur hinter dem Computer und hinter meiner Aufklärungsarbeit mal mehr in der Natur sein, dort landwirtschaftlich tätig sein, was anbauen und so weiter.
ja, was im Moment schwierig ist, weil die uns hier alles kaputt machen wollen durch ihre Regeln, durch ihre Brutalität, durch ihre Gewalt gegen uns. In der BRD wirst du wegen 4,50 Euro wirst du ins Gefängnis gesteckt, wenn du die nicht zahlen kannst. Kannst du dir sowas vorstellen? Weil in welcher Welt leben wir? Dass sich die Leute das überhaupt gefallen lassen. Die müssten sich zusammenschließen, alle Politiker, die das beschließen, einfach absetzen. Und das ist ja die Möglichkeit, ne, in diesem Jahr 2013 das zu tun. Die würde ich alle abwählen. Da würde ich nicht einen einzigen davon wieder zulassen, der so solche Art von Leben propagiert. Ne? Aber gut, das ist jetzt noch eine andere Sache. Aber das ist in anderen Ländern auch so. Ja? Nehmen wir hier noch das Beispiel der Schweiz. Ja? Ich habe da bei mir auf der Seite wakenews.net, Wake News, also News, mehr, habe ich beispielsweise immer die neuesten Informationen, die mir so auffallen. Und da ist es hier in der Schweiz auch so. Die haben also propagiert, dass man also sparsamer sein muss, ne, mit den, ja, also günstigere Autos anschafft, dass die also weniger Sprit verbrauchen, dass, ja, und auch weniger fährt vielleicht und so weiter. Dadurch ist der Benzinverbrauch gesunken in der ganzen Schweiz. Und ja, aber die ganze Regierung lebt davon, von den Einnahmen, von den Benzinsteuern, die sie da, also Kraftfahrzeugsteuern, beziehungsweise, also, ja, Benzinsteuern, Entschuldigung, mich hat es irgendwie so ein bisschen erwischt hier, mit irgendeiner kleinen Erkältung, weil ganz viele hier mich herum also erkältet sind und ich wehre mich zwar dagegen, aber das Niesen kann man nicht verhindern, ne? Sollte man übrigens auch nicht. Okay, also nochmal hier, ich wollte nicht sagen Kraftfahrzeugsteuer, sondern Benzinsteuern, also diese Einnahmen sind auch für den Schweizer Staat, also ja, lebensnotwendig geworden. Deshalb haben sie auch eingeführt. Haben natürlich immer was anderes erzählt. Man wolle mehr für die Umwelt und dies und ja. Aber im Prinzip ist das alles Quassel, weil die davon leben. Und jetzt haben die da ein Problem, weil die nicht genug Steuereinnahmen bekommen. Also müssen sie jetzt, ja, wollen sie die Steuern erhöhen. Und jetzt muss man sich das mal überlegen. Am Anfang war die Steuereinführung der Grund, war da dafür, eben den Verbrauch zu senken, mehr Umweltbewusstsein zu fördern und so weiter. Ja, und jetzt wird die Steuer erhöht, weil zu wenig gefahren wird, zu wenig verbraucht wird. Das ist so vollkommen irrsinnig. Da muss man sagen, also verkehrte Welt. Wir sind jetzt eben wirklich im Orwellschen Fantasieland hier, auch in der Schweiz. Ne? Und da wird es natürlich auch nochmal eine ordentliche Aufruhr geben. Die Leute haben auch sich schon auf die Hinterachsen gestellt, als hier eine neue Autobahnmaut in Höhe von 100 Franken pro Jahr eingeführt werden sollte. Im Moment sind es ja noch 40 Franken. Also die Leutchen lassen das natürlich auch nicht alle so mit sich machen. Aber da wird dann wieder die Propagandamaschine angeworfen. Oder man nimmt dann wieder den Krieg, ne? Wird dann wieder irgendwo ein Ölkrieg gemacht. Ne? Und dann kann man das wieder alles aufsetzen. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, wir reden von dieser neuen Weltordnung. Die neue Weltordnung als solches ist immer, ja, ist eigentlich schon aktiv. Ne? Die ist ja im Hintergrund, läuft das ja schon so. Das sind die Globalisten, die alles steuern. Das ist in Privathänden. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, hier einer Regierung, ja, sieh doch mal zu, dass wir hier günstigere Ölpreise kriegen. Nein, die arbeiten alle zusammen. Die Globalisten und die Regierung arbeiten zusammen. Wir befinden uns weltweit überwiegend bereits in einem sogenannten Faschismus, nicht? Wo der Staat und das private Großkapital zusammenarbeiten, zusammengeschlossen sind. Also Staat, Regierung. Ne? Und das ist das, was wir jeden Tag erkennen können, ja, wenn wir das wollen. Und ja, gut, in der Schweiz ist es offiziell möglich, sich also auch als Bürger hier einzubringen mit Bürgerbeteiligung, mit demokratischen Dingen, aber die versucht man natürlich auch, ne, zu dezimieren. Ne? Das habe ich zum Beispiel in irgendwelchen Blättern hier schon wieder gelesen. Dieser Fluch mit der Demokratie, ne? Gibt es doch tatsächlich Bürger, die wollen nicht das, was wir hier denen verordnen? Und so, ne? Also das will man nicht, dass die Menschen irgendwas mitentscheiden sollen. Das ist nämlich sowieso in der neuen Weltordnung nicht mehr vorgesehen. Wenn die dann also endgültig von deren Seite umgesetzt sein sollte,
was wir ja gerne verhindern wollen, oder? Ich hoffe, dass auch noch ein paar mehr werden, die das so erkennen und auch mithelfen dabei, das nicht geschehen zu lassen, oder? Ja, ich würde mal sagen, das sind also die Dinge, die uns hier beschäftigen. Ihr könnt mir gerne noch eure Infos reingeben zu den Themen unter radio@breaknews.net. Hallo, meinst du, schreibt hier jemand, dass das deutsche Volk durch Ausländer unterwandert ist und man anscheinend ganz bewusst dafür sorgen will, dass der sogenannte germanische Geist vernichtet wird? Ich stelle diese Frage, weil man sonst kaum mit jemandem darüber sprechen kann, ohne in die Nazi-Schiene oder Ecke abgeschoben zu werden. Naja, das ist ja nicht eine Sache, die jetzt hier also auf eine Region oder auf eine Nation oder ein Land beschränkt ist, sondern diese moderne Völkerwanderung hat man ja bewusst eingeführt, und da gibt es verschiedene Theorien darüber, aus welchem Grunde. Einer ist auf jeden Fall, und das ist eben, wie gesagt, nicht eine Sache von der BRD, oder es gibt es hier überall, es gibt es hier in der Schweiz, in Österreich, also überall, in ganz Europa, es gibt es auch in den USA. Da sind die Grenzen nach Mexiko vollständig löchrig, obwohl man eigentlich das sich dagegen abschirmen wollte, gegen illegale Einwanderung. Also da strömen jeden Tag Hunderttausende von Menschen rüber über die Grenze in die USA. Und das wird nicht sanktioniert, weil man eben einfach das möchte. Man möchte die eigene Bevölkerung nicht mehr homogen haben, also nicht, dass sie gleich ist. Man will dadurch natürlich auch diesen Nationalgedanken auflösen. Man will Familien zerstören, man will, dass die Leute vermischen, ob das Rassen, Kulturen, Farben, was weiß ich, dass sich das alles miteinander mischt. Was jetzt im Einzelfall, ja, unter der Überlegung von gegenseitiger Anziehung, Liebe und so weiter vielleicht verständlich ist, aber wenn man es übergeordnet betrachtet, weil es ja forciert und geduldet und gelenkt wird sogar, es gibt ja von der EU aus Büros überall in Afrika, in was weiß ich, die also die Leute anwerben für die EU, dass die in die EU hineinkommen. Das hat verschiedenste Gründe. Gesellschaftsveränderungsgründe. Es hat die Gründe, dass man die Familien zerstören will, die Stämme zerstören will, oder Sippen, ja. Und dann will man natürlich auch die Kultur zerstören, das heißt vermischen, und ja, du lebst also nicht mehr in einer, sagen wir mal, österreichischen Kultur oder in einer französischen Kultur, sondern du hast dann verschiedenste Einflüsse von überall, auch von den Religionen her, die ja unterschiedlich sind. Also dass man jetzt sagt, also beispielsweise Österreich sei katholisch, ja, beispielsweise, oder die Schweiz sei evangelisch, oder reformatorisch, oder wie immer man das jetzt nennt, das stimmt ja gar nicht, weil inzwischen so viele andere Kulturen darin wohnen, die auch wieder eine andere Religion mitgebracht haben, dass man das so pauschal gar nicht mehr sagen kann. Und außerdem zieht man natürlich auch Leute an, die aus wirtschaftlichen Gründen in solche Länder einreisen, und damit hat man ganz, ganz billige und willfährige Menschen zur Verfügung, die sich ja verkaufen für alles. Ja. Und das ist also auch ein moderner Menschenhandel wenn man will, auch eine moderne Sklaverei, wenn man die Leute natürlich unter Druck setzt, denen ja nicht gleich von vornherein einen Pass in die Hand drückt oder so, ja, egal jetzt in welchem Land man sich aufhält, sondern die also unter Druck hält und sagt, ja, wenn du nicht willig bist und hier aufmuckst und so, dann schicken wir dich wieder raus. Also die immer ständig unter Existenzangst auch leben müssen. Und deswegen ist das nichts, was mit Nazi oder so zu tun hat, sondern es ist einfach eine globale Völkerwanderung, die neue Weltordnung und die Leute, die dahinter sind, so geplant hat. Eben aus den genannten Gründen. Also das ist eine gute und wichtige Frage und ein großer Teil eben dieser neuen Weltordnung, dass man das will. Was nachher nicht bedeutet, dass das dann so bleibt. Das wird jetzt als Mittel verwendet, um Gesellschaft zu zerstören. Später kann es aber, wenn das Ziel erreicht ist, durchaus also blutige und schlimme Folgen haben, weil es wird natürlich auch darauf angelegt, dass es Auseinandersetzungen gibt. Und wenn
Ich glaube, beim Honigmann war das in der Diskussion gewesen mit dem Seewald zusammen, dass dann gemeint wurde, dass, wenn es dann mal losgehen sollte, ne, mit Aufstand oder Revolution in irgendeinem Land, beispielsweise Deutschland oder der BRD als Teil Subjekt, dass es dann sowieso dazu führen wird, dass alle anderen, die dann nicht dazugehören, flugs aus dem Lande fliehen, ne? Weil die sich also nicht in diese in dieses Kriegsgeschehen da einbringen wollen. Gut, ob das so ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich bald erleben, ne? Wenn die Eskalation so weitergeht, oder? So, und jetzt kommt hier noch was. Hallo Detlef, wie definierst du Profit? Profit gleich Gewinn, davon lebe ich und kann investieren. Habe ich da etwas falsch verstanden? Ja, gut, das kann man definieren. Wenn man es auf das Geldsystem bezieht, ist es etwas generieren, was nicht da ist. Das heißt also, Geld, also Schuldgeldsystem ist ja so aufgebaut, dass man also gegen eine Schuld eben dieses wertlose Papier oder wertlose digitale Zahlen schöpft, mit denen man dann irgendetwas anfängt, ob man das konsumiert oder investiert oder sonst irgendwas. Aber der Gewinn, den man erzielt, der wird hier nicht geschöpft, sondern der muss von irgendwo weggenommen werden. Das heißt, irgendjemand leidet unter deinem Gewinn. Irgendjemand wird es weggenommen, weil man ihn übervorteilt hat oder weil er etwas sich erneut verschulden musste dafür, dass er zum Beispiel dir oder jemand anderen einen Profit generiert. Es gibt also keine Geldschöpfung für Gewinne. Es gibt nur Geldschöpfung für Verschuldung. In diesem Verschuldungsprinzip, Schuldgeldsystem. Und wenn man das jetzt hier mal sieht, dass man beispielsweise, nehmen wir mal an, einen Acker bestellt, ja, um das mal auf die landwirtschaftliche Ernährungsbasis zu stellen, dann kann man natürlich einen Gewinn als Ernte bezeichnen. Also wenn du einen Samen, den du von irgendwo gesammelt hast, in die Erde steckst und daraus wächst eine Pflanze und daraus vermehrt sich der Samen und wird aus einem Samen werden dann 100, dann ist das natürlich ein natürlicher Gewinn, den du dann auch wieder investieren kannst. Aber vom Schuldgeldsystem her ist das einfach nur das Leid einem anderen zuzufügen in den Profit. Deswegen ist es ja auch so, dass spekuliert wird, beispielsweise an den Börsen, mit verschiedensten Commodities, so heißt das, also Gütern, die dann also preismäßig auf oder runter getrieben werden, um dann bei dem Verkauf davon irgendwie zu profitieren. Und derjenige, der vorher eben mehr bezahlt hat für ein Gut, was dann weniger wert ist, der verliert dieses Geld und der muss dann natürlich darunter leiden. Wenn es einen Reichen trifft, der sowieso viel hat, mag das nicht so eine große Rolle spielen, aber sehr viele spekulieren ja auch dann an solchen Börsen oder mit Banken zusammen oder so, die dann ihr ganzes Hab und Gut verlieren könnten oder eben dann auch daraufhin wieder neue Schulden machen müssen, wenn sie dann überhaupt noch Schulden machen können. Oder dann eben in einen Bankrott oder in eine Insolvenz geführt werden, wo man dann eben, wenn man nichts dort bekommen kann von demjenigen, weil er nichts hat oder das eben irgendwo versteckt hat, dass man ihn dann eben versklavt, ihn in Abhängigkeit bringt. Und was ist das anders, ne? Der kann ja nie wieder irgendwie, also zumindest hier, es gibt natürlich auch andere Systeme, die dann auch die Schulden wieder wegblasen und man kann wieder von vorne anfangen. Das Insolvenzrecht ist nicht überall gleich, aber letztendlich hier in der BRD oder so ist das so. Dann bist du erstmal fertig, ne? Dann bist du fertig und kommst nie wieder auf die Beine. Um es jetzt einfach zu halten. Es gibt immer die verschiedenste Sichtweise. Also die Natur bietet uns die Möglichkeit, einen, wenn man so will, Profit zu machen, ohne die Natur dabei zu schädigen. Ja, oder irgendjemanden in der Natur zu schädigen. Wenn du beispielsweise dort aber, du kannst natürlich auch Raubbau machen. Also du kannst beispielsweise, wenn Wasser ist ja eines der wichtigsten Güter, auch gerade in der Landwirtschaft, wenn du die Macht hast, einen Fluss, ein Bach, ein Wasserlauf
zu stauen, ja, um ihn für dich zu verwenden und nur für dich und deine Belange, dann nimmst du dieses Wasser den anderen weg. Zum Beispiel Pflanzen, anderen Menschen, anderen Lebewesen, die vorher davon gelebt haben. Die Frage ist, ist das gerechtfertigt oder nicht? Und ich würde sagen, nein. Weil es gehört, das Wasser zum Beispiel gehört ja allen. Ne? Da muss man also einen Weg finden, irgendwie anders zu denken als profitorientiert, in dem Sinne, dass man anderen schädigt. Wenn man irgendwie einen Weg findet, um Wasser anderen zugänglich zu machen, mehr Wasser zu erzeugen, aus welchem Grund auch immer, ohne dass man irgendeinen Schaden produziert, dann ist das wieder was Positives. Vielleicht ist das so verständlich? Hoffe, wie ich das gemeint habe, ja. Also, und da gibt es Wege. Ja, warum denn nicht? Ich meine, man kann ja seine Fähigkeiten einsetzen, die man hat, um dem anderen etwas Gutes zu tun. Und damit allem was Gutes zu tun, oder? Wenn man zum Beispiel Ingenieur ist, eine Erfindung macht und die weitergibt, sodass alle anderen auch davon leben können und die anderen geben dir auch was dafür, dass du diese tolle Erfindung gemacht hast, indem sie zum Beispiel sagen, klasse, jetzt kann ich mehr Brote machen, also kriegst du von mir ein paar Brote oder so. Einfach nur ein einfaches Beispiel, ja? Dann ist das doch für alle eigentlich viel besser, als eben Profite zu machen, um dem anderen zu schädigen, indem man nur an sich selbst denkt. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, also, aber das will die neue Weltordnung nicht. Sie wollen die Macht in ihren Händen halten. Das heißt, du als Mensch, wir als Menschen, wir werden im Prinzip ausgebotet. Wir werden nicht einbezogen in dieses System. Im Gegenteil, es ist sogar daran gedacht und das ist eigentlich auch Tagesinformation in den Matrix-Medien, wenn Sie es überall lesen, in wissenschaftlichen Berichten und so, man arbeitet an Bio-Robotern, das heißt, man kombiniert menschliche Fähigkeiten mit mechanischen oder technischen Fähigkeiten und versucht so dann also das noch mehr herauszuholen und vor allen Dingen eins zu tun, nämlich den eigenen Willen, den freien Willen, den möglichen Widerstand zu eliminieren. Ja? Und das kann ja nur einem Gehirn entspringen, das nichts mit Menschlichkeit zu tun hat, mit den Überlegungen der Menschlichkeit, dem Erhalt von Menschen. Das wäre genauso, wie wenn wir sagen würden, wir konstruieren jetzt die Krokodile um, ja, dass die nicht mehr wie Krokodile arbeiten, sondern dass die nur noch für uns arbeiten, indem man ihnen irgendwie Technik gibt, dass sie eben die Fische im Flussbett nicht mehr schlucken und fressen, sondern dass sie die wohlbehalten an Land bringen, nicht? Und dann automatisch da vorne die Klappe hochgeht, das Maul hochgeht und die Fische da rausholen kann. Als Beispiel, ne? Ein dummes Beispiel, vielleicht so verständlich. Das kann ja auch nicht im Sinne der Erfinder sein, weil dann greifen wir in die Natur ein, in einen Kreislauf, der vorgesehen ist von einer Schöpfung, die ursächlich dafür war. Das heißt, diese DIMS oder diese dominante irrsinnige Minorität will also einen quasi Gotteszustand für sich selbst erheben, indem sie die Schöpfung, die ursprünglich da war, manipuliert, verändert, in einer Art und Weise, die nur ihnen dient, die sie für sich haben wollen. Und ich denke, das ist für viele, die zum Beispiel jetzt religiös sind, die einer Religion angehören oder eben an einen bestimmten Gott oder bestimmte Götter glauben, eigentlich schon Frevel, oder? Gut, das sei dahingestellt, weil es gibt natürlich auch viele Religionskritiker, die sagen, Religion ist eigentlich nur dafür geschaffen, um uns Menschen irgendwie ja, zu kontrollieren. Also, das kann sein, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich davon überzeugt bin, dass es eine Schöpfung gibt, ob es jetzt eine Figur, eine Schöpfungsfigur ist, so wie uns das eigentlich immer so in Bildern vorgespielt wird oder auch vielleicht teilweise durch Religionen vermittelt wird, sei dahingestellt. Aber ich bin sicher, dass es also Schöpfungsgewalt und Schöpfungskräfte gibt. Und wir sind sicher auch ein Teil davon, gar keine Frage, weil auch wir ja Schöpfungskraft haben und diese Schöpfungsfähigkeit, die wir Menschen haben, die kriegen wir ja auch durch unsere Umgebung, durch unsere Verbindung mit dem Universum. Und ja, das nutzt diese Gruppierung der DIMS natürlich für sich auch. Die haben ja den Zugang zum Universum genau wie wir.
Aber sie nutzen es eben ausschließlich für sich, für ihre persönlichen Belange, wogegen wir als Menschen durchaus auch das tun können, um uns allen etwas Gutes zu tun, um der gesamten Welt etwas Gutes zu tun, so meine ich. Und ich denke, das wäre mal ein Versuch wert, oder? Hier schreibt er: Hallo Detlef, wenn jeder an sich selbst denkt, ist doch an alles gedacht oder etwa nicht? Ja, im Prinzip schon, aber das darf eben nicht zulasten eines anderen geschehen. Sobald es die Überlegung gibt, den anderen wegzuboxen, wegzuhauen oder zu benachteiligen, dann denke ich, ist es nicht das Richtige. Und vielleicht schadet man sich dadurch dann auch selbst, weil man irgendwann vielleicht ganz alleine dasteht, wenn man alle anderen weggeboxt hat. Ob man dann glücklich ist? Also viele, die also auch so aufwachsen, beispielsweise als Kinder, weil sie Einzelkinder sind und gar nicht das Teilen und das Miteinander gelernt haben, die sind auch nicht unbedingt glücklicher als die anderen. Das, denke ich mal, ist auch das Problem, beispielsweise in China mit den Einzelkindern, mit der Ein-Kind-Politik. Diese Menschen, die da aufwachsen, die kennt das gar nicht, so mit anderen Geschwistern aufzuwachsen und so weiter. Das ist ja eigentlich furchtbar. Und viele leiden auch. Viele Menschen dort in China leiden darunter. Viele Familien, so wie das auch aus der Tradition heraus noch hier und da überliefert ist, weil es ist ja auch nicht überall wirklich flächendeckend kontrolliert eingesetzt. Da ist das furchtbar für diese Menschen. Ne? Also, und ich denke, das ist auch von der Natur nicht so vorgesehen. Ne? Gut, wir können uns darüber streiten, da gibt es viele Ansichten, aber wir wollen ja auch mal Überlegungen anstellen, was man tun kann, um eben dieser neuen Weltordnungstyrannei zu entfliehen. Und das ist eigentlich ist das Einfachste, sich eben selbst darüber bewusst zu werden und auch zurückzufinden zu den Ursprüngen, warum bin ich als Mensch eigentlich hier, was ist eigentlich meine ursprüngliche Funktion. Die Funktion des Menschen kann doch nicht sein, sich selber auszurotten, Punkt 1, kann auch nicht sein, Bio-Roboter zu werden, oder? Also ich habe kein Interesse daran, ein Bio-Roboter zu sein. Ja? Also wirklich nicht. Müssen wir unbedingt in dieser Welt leben, so wie sie hier aufgebaut ist? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Kann man nicht anders auch leben? Und das ist schwierig, sich gewisse Dinge vorzustellen, weil man hier so gefangen ist in dieser Matrix, die einem einbläut und vorgibt, wie man zu leben hat. Und das wird eben durch die Werbung, durch die tägliche, fast pausenlose Berieselung eben durch die DIMMs produziert. Nicht? Und jeder, der vielleicht auch in dieser Welt lebt, in der Welt der Wirtschaft und Marketing und Werbung vielleicht gemacht hat oder sonst irgendwas, weiß, dass es das Ziel ist, die Leute zu behämmern mit irgendwelchen Informationen, damit die den Impuls haben, eben zum Beispiel ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen. Dafür werden also Unsummen an Ressourcen verbraucht, um das zu ermöglichen. Hier schreibt jemand: Hallo, du, diese Leute, ich nenne sie einfach mal Bilderberger, sind doch Satanisten, und deiner Meinung nach, wie mag denn der Gegenpol sein? Gut, also Bilderberger ist ja nur eine Steuerungsgruppe, die von den DIMMs, der dominanten irrsinnigen Minorität, eingesetzt ist. Da sind vielleicht die einen oder anderen auch dabei, die den DIMMs vielleicht zugehören, wenn man an die Königin Beatrix denkt, die ja auch von Holland, die also da auch teilweise mit dabei ist. Jetzt hat das der Sohn übernommen. Oder wenn man dann an so einen Rockefeller denkt, der eigentlich auch vielleicht eher zu der Gruppe der DIMMs zu rechnen ist. Satanisten, ja, schon möglich. Also ich würde es vielleicht als luziferisches System sehen. Das heißt, es gibt hier eine Kraft, die also auf dieser Erde wirkt, in dieser Matrix, die also die Leute so verändert oder die Menschen, die Gehirne, die Seelen verändern möchte, um sie eben wegzuführen von dem ursprünglichen Schöpfungsgedanken, um dem die Schöpfung selbst in die Hand zu nehmen oder zu manipulieren, bis dahin, dass man vielleicht die Menschen, wie sie ursprünglich waren, vollständig ausrottet.
wie ich die anderen nenne. Ja gut, das ist wieder eine Weltbildsfrage. Ich denke, dass es eine ursächliche oder ursprüngliche Schöpfung gibt, die aber beides geschöpft hat. Natürlich das Böse und das Gute, wenn man das so ein bisschen simplifiziert. Und ja, aber ich kann nicht wirklich die Antwort dazu geben, weil sehr viele Menschen da so das vielleicht auch noch anders wieder interpretieren wollen. Ich will jetzt hier nicht die eine oder die andere Seite propagieren. Ich denke, die Schöpfung ist grundsätzlich darauf ausgelegt, eigentlich das, was vorgesehen war, auch zu erhalten. Vielleicht weiterzuentwickeln, wobei der Evolutionsgedanke ja eigentlich auch umstritten ist, nicht? Ob das wirklich so der Fall ist, was da gelehrt wird. Aber dass so gewisse Veränderungen eben aus dem Universum heraus durch das Einwirken von gewissen Strahlungen, Impulsen auf uns und auf die Welt und auf die Lebewesen einwirkt, was zu Veränderungen führt, wie wir das ja auch erleben. Warum wachen wir auf? Warum erkennen wir Dinge, die wir vorher gar nicht so mitgekriegt haben? Wahrscheinlich auch eben, weil es von außen auf uns einwirkt. Ja, es wird also immer auch manipuliert von der Ursprungsschöpfung, weil das ganze Universum oder die vielen Universen, die es ja geben soll, ich war noch nicht in den ganzen Universen, zumindest nicht bewusst als Mensch. Deshalb kann ich das nicht wirklich bestätigen, aber das ist ja allgemeine wissenschaftliche Erkenntnis, dass es mehrere Universen wahrscheinlich gibt. Und ja, da ist ständiger Wandel schon angesagt. Aber die Evolutionstheorie, so wie wir sie kennen, wie sie hier auf der Erde gelehrt wird, die muss nicht unbedingt stimmen. Ja? Das wird uns ja auch nur erzählt, um diese Dinge zu erklären, ne? Wir sind, zum Beispiel, dass wir vom Affen abstammen und so, ne? Also diese Geschichte da, also die kann ja schon nicht stimmen, das ist ja auch schon bewiesen, ne? Oder? Also ich würde sagen, es gibt eine ursächliche Schöpfung, aber man muss eben einfach als Seele vielleicht gewisse Stationen durchleben und auch für sich entscheiden, in welche Richtung man geht. Und das Böse wird vielleicht nie ausgerottet, aber man kann sich dem Bösen entgegenstellen, weil man sagt, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Vielleicht führt es auch mal dazu, dass man auf der Erde sagt, also auf der Erde kann man so, wenn das so weitergeht, gar nicht leben. Als Seele, die ja nicht auch das Gute möchte und die ursprüngliche Schöpfung erleben möchte, dann geht man vielleicht woanders hin. Nicht? Also das kann ich hier nicht sagen, wie das wird, aber wir, die also jetzt hier aufgewacht sind, haben ja irgendwie das Gefühl, wir müssen was ändern, wir müssen was tun. Aus dem Grund passiert das, oder? Jetzt kommt was, hallo Dette, ich glaube, was wegen Profit Teil 2, ich glaube, du schmeißt da etwas durcheinander. Profit, Ausbeutung, Schuld, Schuldgeld, Zinsen, Zinseszinsen dürfen nicht so einfach in einen Topf geschmissen werden. Profit erzielen ist weder positiv noch negativ. Profit aus Arbeit ist okay, Profit aus Kapital nicht. Ich gebe mal einem 50-Euro-Schein eine Schippe in die Hand. Denke aber, dass wir uns trotzdem einig sind. In dem Sinne, nochmal, also Profite zu generieren, um anderen zu schaden oder anderen etwas wegzunehmen, das ist, glaube ich, das, was ich gemeint habe, was nicht richtig ist, was man nicht tun sollte, sondern Profite generieren, damit es allen gut geht, wie an dem landwirtschaftlichen Beispiel aufgezeigt, also die Natur nutzen, das, was da ist, zu nutzen und es wirksam einzusetzen, ist das Richtigere. So vielleicht. Ne? Aber ich denke, das habe ich aus meiner Sicht so klar gesagt. Ich meine, wie gesagt, das Schuldgeldsystem oder das Geldsystem, wie es eben da ist, ist kein natürliches System, es ist auch kein Tauschmittel, sondern es ist ein Ausbeutungssystem, ein Kontrollsystem, weil man es nur erlangen kann durch Schuld. Man schuldet jemandem etwas und zwar nicht jemanden, sondern in der Regel denen, die das als Schuld ausgegeben haben, also dieser kleinen, dominanten, irrsinnigen Minorität, die das aus dem Nichts geschaffen haben, die es mit Waffengewalt, die aufzwingen, denn
ja, du kannst ja nicht einfach irgendwo losgehen und da sagen, das mache ich nicht mehr. Oder du bist ja, wenn du dies nicht mehr zahlst, das Schuldgeldsystem, wirst du festgenommen. Dann kommst du in den Knast. Ja, also in der BRD ist es ganz, ganz klar so. Ja? Also du wirst mit Pistolen oder mit Waffengewalt gezwungen, diese Schuld zu tragen. So oder so. Und deswegen ist es per se ein schlechtes, ein schlimmes und ein böses System. Und wenn man dann in diesem System auch noch sich ist darauf anlegt, Profite zu machen, wohlwissend, dass es ein böses System ist, dann ist man auf der falschen Seite. Dass man im System im Moment einen Gewinn machen muss, um überleben zu können, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich denke, das ist jetzt, das eine schließt das andere nicht aus. Es geht nur ums Prinzip. Also ich bin ja einfach froh, dass ich nicht reich bin, dass ich nicht viel Kohle habe, weil dann wäre ich in einer entsetzlichen Situation, ne? Weil ich dann eigentlich teilhabe an einer Unterdrückung, die durch das System mich auch benutzen würde, andere mit zu unterdrücken. Und das ist das Blöde dabei, ne? Gut, wir sind in der Situation, wir können das nicht abschaffen über Nacht, aber wir müssen uns Gedanken machen darüber, ob es nicht andere Systeme gibt, die zu bevorzugen sind, und ich denke, die gibt es. Also das ist keine Frage, oder? Es ist zum Beispiel dieses, ein richtiges, echtes Tauschsystem ist ja beispielsweise so etwas wie das Rheingold, ja, wo also immer jeweils eine Dienstleistung dahinter steht. Das heißt, es ist auch etwas wert, dieses Gutscheinsystem, weil immer eine entweder Dienstleistung oder ein Produkt dahinter steht. Bei dem Schuldgeldsystem, Euro, Dollar, Schweizer Franken, ist nichts dahinter. Und es ist monopolisiert. Bei dem Rheingold-Gutscheinsystem kann es jeder selber schöpfen. Jeder selber ist Schöpfer seiner Gutscheine und seiner Dienstleistungen, seiner Produkte. Und für diejenigen, also die sich damit mal ein bisschen beschäftigen müssen, werden erkennen, dass das ein wesentlich besseres und effektiveres System ist, als eben das Schuldgeldsystem, wie es heute da ist. So. Also gut. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir hier noch was reinschicken. Hier kommt noch was. Detlef schreibt hier, das weiß ich auch und gebe die 100%. Das war nur Satire. Bleib locker. Ja, bleib ja auch locker. Aber trotzdem ist es ja, nein, das ist ein wichtiger Punkt. Viele denken ja auch gar nicht mal so weit. Ne? Beschäftigen sich gar nicht mit diesen Gedanken. Und es wird ja auch nicht wirklich so ganz offen und überall diskutiert. Also kann man ruhig mal ansprechen, so ein Thema. Warum denn nicht? Wir sind ja dafür da, um solche Gedanken zu wälzen, oder? Das Problem, was ja zum Beispiel auch solche Leute wie ich hier haben, die also das also quasi umsonst machen, ja, man diese Radiosendung oder die Webseiten und so, wie viele andere auch. Das ist das Problem, dass wir ja eben einfach trotzdem von diesem Schuldgeld abhängig sind, weil alle die Dinge, die wir verwenden, ob es hier eine Webseite ist, ob es irgendwelche Strom ist oder Server ist oder irgendwelche Materialien oder Gerätschaften sind, weil man die nur mit Schuldgeld bekommt derzeit. Ich bin da sehr stark daran interessiert, solche Sachen zu unterstützen, die beispielsweise sowas wie Rheingold, also eine wertegestützte Tauschmittelmöglichkeit, zu unterstützen, wo man dann sagt, also ich gebe dir ein Rheingold dafür und dann kann ich selber auch Rheingold gewinnen, weil ich irgendeine Dienstleistung mache und dann kann man so miteinander umgehen. Ist doch viel besser. Dieses Schuldgeld ist entsetzlich, weil ich eben abhängig bin davon und ich selber keins generieren kann. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt hier 100 Euro von jedem von euch, weil ihr hier meine Sendung hört oder so. Das ist ja ein bisschen schwierig, gell? Das versuchen zwar der einen oder anderen. Gerade im Medienbereich, im Online- oder Internet-Medienbereich haben ja viele versucht, also an Presse und so, die dann also das einen Bezahlservice einführen wollen. Das heißt, wenn du die Artikel lesen willst, dann musst du vorher irgendwie dich registrieren oder musst du irgendwelche pro Artikel 1,50 € oder was zahlen. Nur, das macht ja keiner. Ne? Das wird auch nicht funktionieren. Ja? Eigentlich müssen Informationen frei zugänglich sein. Das darf man auch nicht mit einem solchen Dienst verknüpfen. Man muss dann irgendeinen anderen Weg finden. Aber das ist eben der Punkt, dass das in dem heutigen Schuldgeldsystem, was leider noch existiert, nicht geduldet wird. Ne? Gerade bei Informationen. Information ist ja etwas, was die
herrschende Klasse, die dominante irrsinnige Minorität, als Monopol verwaltet, sehr viel Ressourcen da hinein investiert und zum Beispiel auch die ganzen Zusammenführungen von eigenständigen Medienkonzernen oder Medien, die es damals mal gab, die sind ja alle aufgekauft worden. Die sind nur in der Hand von 5, 6 Familien und mehr gibt's ja gar nicht, nicht? An den Matrix-Massenmedien. Wir haben zwar jetzt hier im Internet die Möglichkeit, auch selber hier unsere eigenen Informationen zu verbreiten, aber auch da versucht man eben an uns heranzukommen, uns zu unterdrücken, ne? Wenn es nicht mit Kohle geht, dann oder ja mit Drohungen, dann vielleicht sogar mit Waffengewalt. Ne? Die Kampagne hier schon mal hier, ne? Haben wir alles weggenommen. Ne? Das ist unglaublich, wenn man sich das überlegt. Ne? Okay, also das sind so Dinge. Nicht? Also man muss irgendwie ein Leben finden, ein Zusammenleben finden, eine Basis finden, die eben den anderen nicht auspresst und ausnutzt, sondern wo man immer nur gemeinsam davon profitiert. Und dann kann man eigentlich ganz fantastisch zusammenleben, denke ich. Und da können auch viele, viele neue Impulse gestartet werden. Da kann was richtig Positives auch für die Erde, für die Welt, für die Menschen entstehen. Und da braucht's Kinder. Kinder braucht's ohne Ende. Weil gerade wenn man mit Kindern zu tun hat, die sind ja sowas von noch unbelastet. Die haben sprühende Ideen, die haben Energie, die haben einen Lebenswillen, also wenn man die ließe, wenn man die in eine Welt einbringen könnte, die positiv ausgerichtet ist, was könnte das für ein Potenzial bedeuten für uns alle? Wir würden einfach nur unsere Freude haben. Diese ganzen Drohungen, diese ganzen Null-Bock-Geschichten, diese No-Future-Sachen, warum gibt es die denn? Warum hängen so viele junge Leute herum und wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen? Warum verfallen sie irgendwelchen Drogen, Alkohol, was weiß ich? Warum denn? Weil sie in einer negativen Welt aufwachsen müssen, die dominiert ist von diesen negativen, bösen Kräften, die ja gar nicht wollen, dass es so viele neue Menschen gibt. So viele junge Menschen, die selbstbestimmt, freigeistig aufwachsen können, mit Ideen sprudeln und die Menschheit voranbringen können. Das wollen die ja alle nicht. Und das ist die Erklärung dafür, warum es so vielen jungen Menschen so elendig geht. Aber wir müssen den jungen Menschen wieder Mut machen und ihnen sagen, das ist nur eine Folge dieser Matrix-Krankheit. Ja, die wir haben, oder? Also ich denke, ich würde immer dazu raten, in Kinder zu investieren. Es gibt, wenn wir das nicht tun, dann haben wir ja keine Menschen mehr, die diese Dinge weiterführen können. Das, was ich oder was ihr macht oder was andere machen, dann auch umzusetzen. Ja, selbstbestimmt leben zu können. Denn du kannst doch nicht bestimmen, ob eine Seele auf die Welt kommt oder nicht. Sondern das müssen ja die Seelen selbst bestimmen können. Wenn du das künstlich verhinderst, das ist ja auch dieser ganze Irrsinn mit dieser Verhütung. Das habe ich am Anfang überhaupt gar nicht verstanden, als ich jung war. Da wurde das gesagt, ja, damit man jetzt nicht so früh Kinder kriegt und dann kann man dann verhüten und dies und jenes. Und das leuchtete damals ein. Oder vielleicht leuchtet das heute auch noch vielen Leuten ein, die dann sagen, ja, ich kann mir kein Kind leisten oder jetzt noch nicht und das ist auch gesellschaftlich verpönt, wenn du schon Kinder hast, wenn du noch so jung bist. Und aber im Prinzip bei funktionierenden Gesellschaftsstrukturen, bei funktionierenden intakten Familien und Sippen, wenn man so will, wäre das doch überhaupt gar kein Problem, so viele Kinder, auch wenn sie nicht ehelich und was weiß ich sind, irgendwie mit aufwachsen zu lassen, wenn man auch dann die entsprechende Liebe, die Zeit dafür hat und die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind nicht viel Geld, weil Geld ist ja gerade eben ein ganz negatives besetztes Mittel, sondern wenn man eben einfach die Chancen hätte, gemeinsam zu leben, ohne unbedingt jetzt hier im Konsumwahn zu enden. Das ist ja auch eins der Tücken und der der Fallen, die aufgestellt wurden, ist ja diese materielle Welt, wo einem dann vorgegaukelt wird, man müsse unbedingt ein Kleidungsstück tragen, wo irgendein Name drauf ist,
und was also unerschwinglich ist für die meisten Leute, aber eben alle danach streben oder so, ne, oder irgendwas anderes oder ein tolles Auto, ja, und so weiter. Okay, ich würde mal sagen, das sind so ein paar Gedanken, die man natürlich noch ewig weit und ewig lange führen kann, aber es ist auch mal wichtig, darüber zu reden. Also ich bin für Kinder in jedem Fall und unterstütze das, weil nur wenn wir viele Menschen sind, die da sind, können wir das menschliche Leben aufrechterhalten. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Sonst muss man uns ersetzen mit anderen. Und das muss ja nicht sein, oder? Ja, also, das vielleicht mal dazu. Jetzt nochmal kurz ein Hinweis. Also wir machen ja heute eine Sondersendung, nämlich den United Strike Radio Marathon. Und da werden wir jetzt gleich nach Ende dieser Stunde das ein paar Minuten mit dem englischen Teil weitermachen. Und ich werde da also eine halbe Stunde auch noch im Englisch für euch da sein, wenn ihr wollt. Werde so ein bisschen zusammenfassen, was wir diskutiert haben in den ersten beiden Stunden. Und danach geht es weiter mit einem tollen, klasse Programm mit ganz vielen Leuten, die dann auch ihre Beiträge dazu leisten wollen. Man kann den Plan sehen auf unitedwestrike.com auf der Seite unter UWS Radio und Chat oder auch den Link nutzen, den ich bei mir auf der Seite habe, mywitness.wordpress.com zum heutigen Thema. Da kann man dann sehen, was dann kommt. Und wir gehen jetzt also gleich hier, wenn ich durch bin mit meiner englischen halben Stunde, dann geht es dann weiter über Großbritannien, dann Irland, USA und bis nachher später nach New Zealand. Ja? Also hochspannend für alle die auch ein bisschen des Englischen natürlich mächtig sein sollten. Aber es wird toll diskutiert und wir werden dann später auch die Archive auf der Seite unitedwestrike.com hoffentlich verfügbar haben. Es klappt jetzt besser als in der Vergangenheit. Wir hatten auch so ein paar Änderungen da in der Webseite bei UnitedWeStrike und so weiter. Und ich werde natürlich auch zu meinem Teil dann, aber erst wahrscheinlich morgen, die Sendung hochladen. Das muss ich auch gerne nochmal anhören können. Es gibt also jetzt keine Wiederholung meines Teils, sondern es geht dann gleich weiter. Klasse, dass ihr da wart und hier mitgemacht habt. Das ist ganz wunderbar. Klasse Mannschaft, die wir hier haben bei Wake News, oder? Wie seht ihr das? Hier sagt noch einer was hier. Die eigenen Erkenntnisse der Wahrheit ist doch ausschließlich für die eigene Entwicklung und Sicht der Dinge, wie sie sind. Nur dadurch kann man auch andere Menschen mitnehmen auf einen Weg, wenn sie denn offen sind für Neues. Ja, das ist richtig. Ich meine, wir müssen immer selbst für uns entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Wir haben auch immer irgendwo einen Grund, weshalb wir hier sind. Sonst wären wir als Seele hier gar nicht da, weil die Seele ist ja unsterblich, zumindest nach meiner Ansicht. Ja, und so sehen wir mal weiter. Okay, ich gehe jetzt mal in eine kurze Unterbrechung und danke euch fürs Zuhören und dann geht's mit dem englischen Teil gleich weiter. Also ist der Detlef von Wake News Radio. Bis dann. Ciao, ciao. Hi, everyone.